Herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen. Vielen Dank, dass ihr uns auf Patreon unterstützt, wenn ihr diese Folge da seht. Und falls ihr diese Folge auf YouTube seht, dann würden wir uns erstens total freuen, wenn ihr uns ein Like, einen Kommentar, Glocke, Abo und den ganzen Kram gebt. Und wenn ihr die nächste Folge dieser Miniserie schon vorher sehen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun. Wir sind hier mit der dritten Folge aus einem kleinen Abenteuer mit Jonas Imam als Murph, der Halbling-Fighter. Hallo, hallo, hallo Kamera. Hallo, hallo. Hallo. Ich muss mich noch ein bisschen an diese Position gewöhnen. Außerdem natürlich Ivan Thieme als Bumi, der Eulendruide. Mhm. Und als Markus, der Schweinepriester, Paul Langer. Yay, yeah, Paul Langer. Hi, hi. Special Guest. Special. In den letzten Folgen haben unsere drei spontanen Helden. Jonas macht fast direkt neben meinem linken Ohr eine Dose auf. Hörst du das erfrischende Geräusch? Ja. Unsere drei Helden haben nach einem Abend in einer Taverne in Glomirs Wasserschenke mit einer kleinen Unterbrechung mit einem Handgängemenge mit Seeleuten einen, ja, man kann sagen, Trickbetrüger in eine andere Dimension, Ebene, das wissen wir nicht so genau, auf jeden Fall durch ein Portal verfolgt, haben ihn dort in seinem Nachthemd als Häufchen Elend in einer Zelle gefunden und mit Raffinesse und Überzeugungskraft Informationen über seine Auftraggeberin, eine Art Spinnenfrau namens Lady Spider. Lady Spider Sirdaril. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz anfing. Auf jeden Fall haben sie Informationen bekommen. Ja. Haben eine Nacht in der Zelle verbracht und sich dann auf den Weg begeben, diese Sirdaril zu konfrontieren. Und jetzt gerade steht ihr noch zusammen mit dem sogenannten großen Doplo in seinem Nachthemd, der euch zitternd an den Eingang einer dunklen Höhle aus schwarzem Kristall und Obsidian geführt hat. Und er sagt, ja, also da geht's rein und fängt sofort an, sich aus dem Staub zu machen. Was machen wir denn genau, wenn wir sie treffen? Hauen wir auf die Schnauze. Auf die Schnauze, ja, hauen? Schnauze hauen weil wir. Weil sie ist ja eine Spinnenfrau, ne? Halb Spinne, halb Mensch, oder wie ist das? Sowas in der Art, so wurde sie beschrieben. Ich weiß, was genau, du versuchst zu sagen. Murph sucht sich eine Zeitung und rollt sie zusammen. Nee, gibt es da Zeitungen in der Höhle? Ja. Mach einen Perception-Check. Nein. Kann ich nicht. Ist das ein Pergament oder irgendeine Schriftrolle oder sowas, oder? Ich kann mich Papier zusammenrollen. Ich kann mich ja in eine Giant Spider verwandeln. Ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, um vielleicht können wir daten oder du so. Kannst vielleicht sie verführen. Ich kann sie verführen. Du genau. Kannst sie verführen und dann kannst du ihr in 2 Jahren das Herz brechen. das ist die schlimmste Form von Damage. Ja, das ist. Hey, aber es ist nicht so, dass Spinnenfrauen Spinnenmänner immer so umbringen nach dem Sex oder ist das so? Das ist nicht so ein Ding. Ich sag ihm das nicht. Sonst traut er sich nicht. Ah, ist ein Mythos. Ist ein Mythos. Aber das ist ein Vorurteil. Genau. Das ist viele Stereotypen über Spinnenfrauen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine gute Strategie, mich da als Spinne zu tarnen. Vielleicht. Du hast, wie du dich erinnerst, ja auch mal mit irgendeiner Druidenkraft festgestellt, dass auch mindestens eine normale Spinne, also eine große Tierspinne genau, in der Nähe ist, was anderes ist als eine dämonenartige Spinnenfrau. Ich sag bewusst dämonenartig, das soll nicht heißen, dass sie eine Kreatur vom Typ Dämon ist. Nee, warum sollte ein Mensch, der halb Spinne, halb Mensch ist, in irgendeiner Weise böse sein oder naja, dämonartig? Es gibt auch noch Aberrationen und Monstrositäten. Es sind nicht alles Dämonen. Das klingt alles sehr positiv. Also, ich kann auch demnächst, wenn ich mal mit irgendjemandem rede, sagen, hey, du bist eine echte Aberration, weißt du das? Das klingt alles, ein Kompliment. Alles, was ich vermeiden wollte, ist, dass ihr denkt, oh, wir haben einen Kleriker gegen Dämonen, blablabla. Das ist. Ach so. Ja, ich meine nur, im Sinne der Regel, Paul, ist sie nicht zwangsweise Dämonin. Was er sagt ist, du bist leider nicht nutzvoll. Das ist, was er versucht uns zu sagen. Okay. Okay, wir sind 5 Minuten drin und ich wurde schon beleidigt anscheinend. Aber ich habe die Beleidigung das heißt, nicht verstanden. Jetzt, das heißt, dass du jetzt Teil der Crew bist. Das ist positiv. Ja. Das ist Male Bonding. Ja. Okay, wo sind wir gerade aktuell? Ihr steht, also ne, ihr wart ja, es gab ja diesen Gang,
in dem die ganzen Zellen waren. Und in der einen dieser Zellen habt ihr Doppelo gefunden. Und er hat euch jetzt durch einen weiteren Gang ein Stück geführt. Und dieser Gang wurde dann eben im Gegensatz zu dem vorherigen, der so ein bisschen viktorianisch eingerichtet war, geht er jetzt über eben einfach in eine dunkle Kristallhöhle. Also sowohl dunkle Kristalle als Wände. Also so böse Höhlen in Rollenspielen sind ja immer aus Obsidian. das ist wirklich, das ist eine Regel. Steht im Dungeon Masters Guide ganz vorne. Und genau, und der Gang wird auch dunkel, also kein Licht. Ist es nicht super rutschig? Nee, denn es ist trocken. Ah, okay, gut. Und der Boden ist auch nicht komplett glatt. Ah, okay, sondern, gut. Ja, gut. Aber genau, das ist ja eine gute Frage. Ne? Obsidian ist ja oft sehr glatt. Er ist sehr, also es ist, ja. Kann aber auch so ne, Feuersteinmäßig. Genau, genau, so. Genau. Also man kann da normal laufen. Kann, aber es pieksig. Ja. Kann eine Giant Spider im Dunkeln sehen? Also erstmal, ich sehe das ja, ich sehe, also... Du hast doch da die Stats, dann musst du mal gucken bei Senses. Wahrscheinlich schon, aber... Ob da Dark Vision steht. Ja. Ja, da steht Dark Vision, aber ich bin ja auch als Eule, kann ich ja auch jetzt eigentlich alles sehen. Jetzt kannst du alles sehen. Ich glaube, der einzige... Ah, nee, genau. Ich kann relativ gut. Ich habe Dark Vision 60 Feet, steht hier. Ja, das ist ganz normale Dark Vision. Ah, scheiße. Genau. Das heißt, ich habe eigentlich keine Dark Vision. Aus irgendeinem Grund habe ich dem Schwein Dark Vision gegeben. Ja, das habe ich auch gerade gewundert. Hast du auch Dark Vision? Aber ich habe hab gute Wahrnehmung. Ich kann riechen und sowas. Das hätte jetzt ihm einfach einen guten Sense of Smell geben müssen, ne? Hat er ja auch eigentlich. Möglicherweise ist die Dark Vision auch beim Copy-Pasten aus Versehen übrig geblieben, aber passiert ist passiert. Ja. Aber ich habe hier gerade entdeckt, ich habe Eyes of the Grave und ich würde gerne wahrnehmen, ob hier Untote sind. Ja, das ist gut. Gerne. Das ist ein Channel Divinity, oder? Oder ist das. Nee, das ist einfach nur. Actions steht da. Klassenaktion. Das ist nicht Channel Divinity. Das ist einfach, das heißt, ich kann das kannst du immer machen. Ja, genau. Ich kann es dreimal pro Long Rest. Also. Verstehe. Jo. Geil. Gut. Hat es auch noch eine Reichweite? 60 Feet. Innerhalb von 60 Fuß. Das ist genauso weit, wie ich auch gucken kann. Ja, toll. Naja, dafür kannst du halt auch sozusagen um die Ecke spüren. Ja, toll. Ja, gut. Ja. Oh. Dann, ja, wir sind schon im Dunkeln oder wir stehen davor? Ihr steht jetzt sozusagen davor. Der Ort, wo, also der Gang, in dem ihr gerade steht, der war noch von so einer magischen Fackeln erleuchtet, die an den Wänden hingen. Kann ich eine davon abnehmen? Von den magischen Fackeln? Oh, du kannst das probieren. Naja, also ich meine, haben die einen Griff oder ist es nur ein Licht? Also, die haben einen Griff, ja, die hängen in solchen Halterungen. Okay, dann versuche ich eine rauszuziehen. Ja, es geht. Nice. Dann nehme ich die nämlich mit, dann kann ich was sehen. Mhm. Ich habe mich noch nicht verwandelt, muss ich sagen. Sehr gut. Also, beziehungsweise, ja, habe ich auch nicht gedacht. Was möchtet ihr tun? Also, da niemand gesagt hat, dass er Doppelo aufhält, ist Doppelo auch schon abgehauen. Ja. Aber ich meine, also ich glaube, wir haben alle gedacht, dass der nutzlos ist. Ja. Okay, wer geht voran? Ich würde sagen, ich gehe voran. Ja. Ja. Oder? Ja. Weil ich meine, das war ein einfaches Gespräch. Okay, wer geht in die Gefahr voran? Hättest ich. Du gerne mehr diskutiert? Nee, aber hätte schon mir gerne gewünscht, gehabt? Dass nein, vielleicht einer sagt, wir hey, brauchen bist du dir sicher? Okay, nee. Wer geht dann als zweites, was ist in der Mitte? Ich. Okay, ich gehe als letztes. Ist mir egal. Okay, gut, dann gehen wir so ein Stück vorwärts. Ich horche immer quasi. Mhm. Also ich versuche immer, darf ich einen Listen-Check machen? Du darfst einen Perception-Check machen, ja. Eine 12 plus... So, Perception. Na, wo sind denn die Werte? Hier. Plus 6. 18. 18. Also dieser Gang macht ungefähr 30 Fuß von da, wo ihr jetzt seid, eine Biegung. Und dahinter hörst du so, ja, so kleines Trippeln, wie von Insekten oder Spinnen. Großes Trippeln oder so. Oder. Schon eher so. Ja. Aber eben, also jetzt von so einer normal großen Spinne würdest du es ja gar nicht hören. Also es sind wahrscheinlich etwas größere Tiere als so eine europäische Hausspinne. Ich überlege gerade, aber selbst richtig große Spinnen hört man eigentlich. Also so in unserer Welt, wo es keine Spinne gibt, die größer als eine Hand ist oder so. Ja. Hört man die eigentlich nicht. Also das teile ich natürlich mit den anderen. Ich so, Leute, da krabbelt irgendwas. Ich vermute, es sind Spinnen mittelgroß. Also nicht riesig, sondern aber auch nicht klein, sondern mittelgroße Spinnen. Mhm. Und wie gehen wir da vor? Also ich ziehe meinen Crossbow auf jeden Fall. Mhm. Und ich möchte so Knöchel knacken.
und möchte so um so die Seite luken. So quasi so. Okay, während du das tust, kommt zu diesem Trippeln auch plötzlich so ein etwas rhythmischeres Geräusch, so fast wie eine Klinge, die auf Stein haut. So ein Klonk, Klonk, Klonk. Okay, aber das hören alle, ne? Das hört ihr jetzt alle. Ja, okay. Das wäre so gut, wenn du dir den Teil eingebildet hättest. Ja. Das fände ich mega. Okay, da schärft jemand seine Waffe, das ist auch nicht gut, glaube ich, oder? Da ist nee. Haben wir eine Fackel also, eigentlich? Ich habe eine. Wir hören, also wir kann hören ich das noch, auch. Kann ich auch eine Fackel holen? Aber es macht vielleicht Sinn, dass du dir deine Fackel auch... Du brauchst sie ja nicht, du kannst ja gucken. Du kannst ja gucken. Ja, aber man kann ja eine Fackel auch werfen. Das stimmt. Allerdings, das ist eine magische Fackel, ne? Die gibt Licht ab, aber keine ist nicht Wärme. Heiß. Nee, besser? Aber dann kann man ja irgendwo anders Licht machen, wo man das hinwirft. Ja, das stimmt. Also sind da noch Fackeln, wo wir sind, oder sind wir schon zu tief drin? Ihr seid jetzt schon ein Stück drin, aber du kannst natürlich zurückgehen. Ich gehe kurz zurück und hole noch eine Fackel. Ja, ihr seht allerdings, würde ich auch muss sagen... Muss ich da irgendwas checken, oder? Nö, kannst du einfach holen, da hängt noch eine. Jetzt will ich auch eine, wenn jeder eine hat. Ich habe die so im Maul. Also wenn jeder eine hat, wie so eine Piratenklinge, wie Zorro bei One Piece. Ah, okay, cool. Weil ich bin ja ein Schwein. Das wäre dann cool. Ja. Damn. Kannst du auch machen. Okay. Ich habe kein Copyright auf. Besprecht ihr das eigentlich auch in-game gerade? Nee, ich sag schon, dass das cool aussieht. Auch, also ich, als ey, Boomi, wenn du das cool findest, sag ich auch. Alter. Ich mach das auch. Ich pack die Fackel auch in meinen Schnabel. Aber okay. In Charakter muss ich immer so reden. Okay. Ist klar. Während ihr da so laut diskutiert. Also, weil die das jetzt auch machen, guckt Murph die an und natürlich nicht außen vor zu sein und nicht so cool zu sein wie die anderen, macht er das natürlich auch. Also, und dann habe ich auch die Hände frei, ich kann besser boxen dann. Geil. Damn, die goldenen Jungs, Leute. Ja, wie cool. Das ist unser Markenzeichen, die Fackel im Mund. Wenn wir ein Wappen haben sollten, ist es so ein... Fackel in den Mund. Cool. Also während ihr darüber diskutiert, wer mit der Fackel im Mund am coolsten aussieht, wird dieses rhythmische Klonk-Klonk schneller und endet dann fast in so einem, wie soll man sagen, Trommelwirbeltusch oder sowas. So ein Tatatatatak. Und dann hört ihr durch den Gang hallen: Werte Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen. Tretet doch näher und lasst uns verhandeln. Wollen wir mit ihr verhandeln? Wer bist du? Ich bin Murph. Ich hinten. Wer spricht da? Ich rufe laut, nein. Nee, du hast eine Fackel im Mund. Du hast eine Fackel im Schnabel. Sonst musst du sagen, ich nehme die Fackel kurz aus dem Mund, rede und gehe zurück. Das sind die Regeln. Jetzt, warte mal, jetzt möchte ich mich in eine Giant Spider verwandeln. Das kannst du tun. Warte, jedes Mal, wenn, als Druiden, wenn ich als Druide cast, ich bin ja Circle of the Moon, ich bete ja den Mond an, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich... immer dieses Talking to the Moon. So einem Reel gefangen. Nee, und ich muss ja quasi, ich habe ja einen Gegenstand, den ich, wenn ich sowas mache, muss ich den immer so ein bisschen in der Hand halten. Ja. Das ist auch so ein Holzfigur. So von, weiß ich nicht, irgend so ein Tier habe ich mir da geschnitzt. Okay, ich bin jetzt eine Giant Spider. Es wäre nicht fun, wenn du für jede Form, die du hast, ein Holz... Das habe ich. Links hättest. Das habe ich. Einen Beutel voll das habe so ich. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja. Ich habe natürlich erst die Spinne quasi genau so. Und kann ich vielleicht einen Bluff-Check machen? Kann ich vielleicht sagen, dass ich der Bruder bin von Lady Spider? Es ist ja bald Geburtstag. Also, ja. Können wir kurz eine große Familie. Abgeben? Wer ist Lady Spider? Was ist, was ist das für eine Referenz? Naja, die Frau hier. Achso, den Namen hast du ja auch die, die den Doplo praktisch dazu angehalten aber, hat. Also der Name bezwungen ist nicht irgendwie, das ist keine Referenz. Nein. Ich finde einfach den Namen kompliziert. Ich kann mir sowas merken. Also, zunächst mal, ich glaube ja, du hast dich bisher nicht in Tiere verwandelt vor den Augen von Markus, oder? Also auf jeden Fall plötzlich, während diese Stimme durch den Gang halt wachsen, erstmal ziehen sich Boomis Federn zurück, seine Haut wird irgendwie dunkelschwarz, seine Flügel werden dünner und dann wachsen ihm noch weitere Extremitäten und plötzlich steht eine, so
guten halben Meter große, oder nee, einen guten Meter große Spinne neben dir. Ich kann auch nicht mehr reden, ne? Das stimmt. Mir fällt die Fackel aus dem Mund. Hast du deine Fackel noch im Mund? Nein, die fällt raus. Warte mal, ich dachte, ich du kannst deine Fackel, du kannst deine Fackel sozusagen. Aber ich dachte, ich könnte reden. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dir sagen soll. Nee, in Tierform bist du einfach ein Tier. Ja, genau. Also du hast ja dann nicht den Mund dafür, du brauchst ja Stimmbänder. Wir du kannst kommunizieren, verloren. Du hast, im Gegensatz zu Polymorph, hast du noch komplett deine geistigen Kapazitäten. Ja, aber du musst jetzt vielleicht deine Sachen tanzen oder an die Wand malen oder so. Aber ich habe schon verstanden, dass das ein Zauber ist. Oder denke ich, dass das jetzt ein böser Zauber von irgendjemand anderem? Würde es dir überlassen, wie Markus darauf reagiert. Ich möchte an die Aber er kann es schon wissen, ne? Du kannst das, wie gesagt. Also du hast schon von Druiden gehört. Ja, ich hab ja viel Wissen drauf. Ja, also als Kleriker bist du jetzt ja auch nicht so weit weg von. Okay, gut, dann lasse ich meinen Plan mit dieser Geburtstagsparty, sondern möchte ein bisschen effektiv spielen. Und zwar möchte ich quasi, gibt es Spinnweben in dieser Höhle? Da, wo du jetzt bist, nicht. Schade. Mach doch welche, du bist doch eine Spinne. Ja, das mache ich auf jeden Fall gleich, aber ich möchte Spider-Climb machen. Ich möchte an die Decke, um quasi so ein bisschen schwieriger zu erkennen zu sein, und gehe dann Luke quasi als Spinne um die Ecke und gucke, wer da, was da diese komische Nachricht gerufen hat. Okay, sag dir einmal, was du siehst, und dann deine beiden Kollegen sind ja eigentlich noch in einem Dialog gerade, während das alles passiert. Naja, wir sagen halt nichts, während er sich plötzlich verwandelt und ja. Aber ihr habt ja schon sowas gesagt, blablabla. Ja, genau, wir haben jetzt erstmal nur, also alles, was wir jetzt besprochen haben, ist ja innerhalb von wenigen Sekunden passiert, würde ich damit sagen. Mhm. Du kletterst an die Decke und du siehst, dass sich dieser Gang in eine größere Kristallhöhle mit vielen Einbuchtungen, Öffnungen, Zacken, Kristallsäulen und so leuchtet, die auch nicht mehr komplett dunkel ist. Es fällt aus so ein paar Ecken so fahles, bläuliches Licht rein, wo man nicht so genau sagen kann, wo die herkommt. Also so von sehr vielen harten Schatten. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, von Schatten erleuchtet, das Gegenteil. Aber und dort siehst du in einer Nische, das ist sogar mit, die Spinne hat auch Dunkelsicht, oder? Ja. Ja. Sogar mit der Dunkelsicht und allem, auch mit der Dunkelsicht siehst du ja in Dunkelheit nur wie in Dämmerung und so weiter. Du siehst da nur die Silhouette von so einer, ja, ungefähr menschengroßen Kreatur, die auf vier Beinen auf dem Boden steht, die auch an so einem Spinnenleib dran sind. Und dann richtet sich von da aus ein Oberkörper auf aus dem Spinnenleib mit vier Armen wiederum und einem Kopf. Von dem Kopf kannst du nicht sehr viel sehen gerade, weil er im Halbschatten ist, aber er scheint auch so spinnenartige Zangen und so weiter zu haben. Also so ein bisschen wie ein Centaur, aber mit einem Spinnenunterkörper. Im Prinzip, ja, genau. Ja. Und vier Arme. Ja. Ja. Vier Arme, genau. Vier Beine, vier Arme, also acht insgesamt. Mach mal einen Perception-Check bitte nochmal. Ja, gerne. Was willst du? Ich habe auch Passive Perception, muss ich sagen. Ja, Passive Perception haben alle, das ist ganz das selten nicht. Relevant. Eine 12 plus 6 ist eine 18. Okay. Die oberen von den vier Armen scheinen in klingenförmigen Auswüchsen zu enden. Ist ja voll schwierig, so im Alltag. Ja. Das ist Mr. Stanley. Deswegen hat man ja noch zwei andere Arme. Ja, kann ich die Information irgendwie mit den anderen teilen? Ja, eigentlich nicht. Ja, ich sage, also. Machen wir Spinnen? Nee, das machen wir jetzt. Ja, ich glaube, wir müssen, ey Murph, also ich nehme die Fackel, die mir aus dem Mund gefallen ist, wieder in den Mund. Ey Murph, ich glaube, wir müssen auch hoch in die Hochkammer. Wir können nicht hier rein. Ich merke auch, ja, okay. Ich nehme die kurz raus. Ey Murph, ich glaube, wir sollten ja auch den Gang entlang gehen und der Spinne folgen. Selbstverständlich solltet ihr den Gang entlang gehen. Ich habe euch eingeladen. Ist auch voll dumm, als Spinne gegen eine Spinne zu kämpfen, ne? Kriegt ihr auch so starke Klaus-Kinski-Vibes gerade von der Spinne? Ja, stimmt. Ja, kannst du noch mal was? Kannst du noch mal was sagen als Klaus-Kinski? Jetzt kommt endlich nur die Ecke hier, Arschlöcher. Ja. Die sind Fraß. Jetzt gleich der Moment gekommen, wo ich euch sage, Fresse hauen! Okay, Murph, ich glaube, das ist wir wurden hier eingeladen. Da oben ist eine Schlägerei, das ist doch unser Ding. Gehen wir um die Ecke jetzt. Ja, okay, wir pirschen uns da um die Ecke auch. Mit pirscht euch um die Ecke? Mit Fackeln.
Und ja, seht jetzt den gleichen Raum, den ich gerade beschrieben habe. Wie groß ist diese magische Fackel, ganz kurz noch, bevor wir das machen? Kann man die in den Mund nehmen? Eine normale komplett? Fackel, ja. Okay. Also du meinst, ob man sie komplett in den Mund nehmen kann? Ja, wenn das so einfach so glüht. Nee, und als Halbling ganz sicher nicht. Hast du noch gar keine Taktik besprochen? Ich merke gerade, ich spiele hier wie ein Honk, Alter. Ja. Also, ich gehe nochmal zurück. Also, nein! Aber die jetzt beiden, also, wir sind jetzt gerade um die Ecke gekommen. Die beiden kommen um die Ecke und du gehst nach okay. Ja, ich verwandle mich zurück. Classic sorry, D&D. Ich verwandle mich zurück. Nee, du verschwendest gerade Beast Forms. Warum? Die habe ich doch unendlich. Nee, du hast irgendwie drei pro Short Rest oder Long Rest oder so. Kannst das dreimal machen, dann ist vorbei. Okay, dann bleibe ich noch. sind wir schon im Raum? Jetzt seid ihr im Raum und seht eben das Gleiche, was. So einer sollte das Reden übernehmen. Wer ist von uns? Und wir verstehen doch die Situation, dass dieses Spinnenwesen gerade mit uns geredet hat. Ja, yeah. Also davon gehe ich aus. Das ist schon relativ. Ey, wir sind hier, weil uns unsere Kohle abgezogen wurde. Yeah. Hast du die? Oh ja, die habe ich und noch viel mehr. Ja, dann kipp die mal wieder her. Ich habe euch ein besseres Angebot zu machen. Ich muss ein Angebot für mein Geld haben. Sorry, ich nehme die Fackel aus dem Mund. Ja, ich gehe davon aus, dass ich meine Fackel immer aus dem Mund nehme, wenn ich spreche. Ich bin jetzt darauf gekommen. Ich möchte gerne mein Geld zurückhaben. Wie würde es dir gefallen, nicht nur dein Geld zurückbekommen, sondern deine eigene Taschendimension zu haben? Brauche ich nicht wirklich? Was kann ich damit machen? Oh, du kannst darin wohnen, du kannst sie komplett nach deinem Geschmack einrichten und du hättest mehrere Goldknechte wie diesen armen Tropf, den ihr da gefunden habt, unter deinem Kommando. Oh, das klingt nach so einem Schneeballsystem. Ja. Ist das ein Timeshare? Ja, genau. Gibt es auch so eine Art so University, wo man sowas lernen kann? Also, so bist du noch Spinne? Nee. Gut. Also, jetzt hast du es doch aufgegeben. Die Eule flucht. Du bist wieder eine Eule und singst so von der Decke runter. Ich bin interessiert. Sagst das genau. Was war deine Frage? Nein, das war ein bisschen Spaß. Ich habe nichts gestellt. Ich bin immer noch an der Decke und gucke von oben nach unten quasi. Ja. Hat sie mich auch gesehen? Weiß ich das, was sie mich gesehen hat? Also das kannst du nicht wissen, aber es ist ein bisschen davon auszugehen. Okay. Schade. Was war die... ist gerade ein bisschen viel auf einmal passiert. Worüber reden wir ja nicht? Also, ich will einfach mein Geld zurückhaben. Ich brauche keine Taschen und keine Dimensionen. Taschen sind ja gut bewertet. Ich glaube, ihr versteht nicht ganz die Tragweite dieser Sache. Ich biete euch hier die Gelegenheit, Teil eines dynamischen Kollektivs zu werden. Ja, und ich biete euch die Gelegenheit, nicht in einem Glas nach draußen getragen zu werden. Gibt es flache Hierarchien, soll ich fragen? Wie ist Obstkorb? Gibt es einen Obstkorb? Was gibt es für Benefits, wenn wir in die Organisation eintreten? Ich weiß nicht, was flache Hierarchien sind, aber natürlich gibt es eine Hierarchie. Und ihr habt die Gelegenheit, in dieser Hierarchie ganz nach oben zu bekommen. Da ihr es geschafft habt, mich hier zu finden und somit die erste Prüfung bestanden habt, werdet ihr nicht als einfache Goldknechte anfangen, sondern sofort als Dragoner, so wie ich, mit eurer eigenen Taschendimension und Raum für 3 Goldknechte. Moment, heißt das, dass du auch schon mal verarscht wurdest und von irgendwem angeheuert wurdest? Bist du überhaupt die Spitze der Pyramide? Selbstverständlich bin ich nicht die Spitze. Ich wurde nicht verarscht. Ich habe eine Gelegenheit bekommen, etwas aus meinem armseligen Leben zu machen. Und diese Gelegenheit biete ich euch auch. Ah, das habe ich schon mal gehört. Das meiste Gold, was eure Goldknechte euch bringen, dürft ihr behalten. Nur ein klein wenig davon müsst ihr an euren Kornikular über euch geben. Jedes Mal, wenn ihr andere Dragoner rekrutiert, bekommt ihr Platz für mehr Goldknechte. Und sobald ihr 10 Goldknechte unter euch habt, könnt ihr selbst zum Kornikular werden. Was ist ein Kornikular? Ein Kornikular? Nun, das ist eine Stufe über dem Dragoner. Die ganzen Details müsst ihr nicht alle verstehen. Ein Kornikular ist ein Mitglied unserer Organisation, das sich verdient gemacht hat. Und wie heißt die Organisation? Das ist doch nicht wichtig, oder? Naja, wenn wir da arbeiten sollen, dann schon. Du hast so ein leichtes Zittern in ihrer Stimme. So. Vielleicht hätte ich fragen sollen, wie die Organisation heißt, ja. Es kam irgendwie nie zur Sprache. Ihr seid die Ersten, die danach fragen. Wie heißt du nochmal? Und wie viel Gold machst du so im Monat?
Okay, jetzt, Ivan, bitte committe mal. Bist du Spinne oder bist du Eule? Er ist doch schon längst Eule. Okay, also, ich bin wieder Eule. Nee, er hat immer wieder zurückgenommen. Okay. Deswegen frage ich ja jetzt nur für den Flow. Ja, du hast recht, also. Doof für den Flow. Nee, dann bleib aber du kannst ja schreiben, technisch gesehen, oder? Du kannst schreiben, wenn du irgendwas zu schreiben hast. Soll ich, kann ich mit Spinnenweben schreiben? Klar, ja. Das dauert wahrscheinlich. Charlotte's Web. Dauert halt ein bisschen, ja. Aber ja klar kannst du mit Spinnenweben schreiben. Ich spraye an die Wand. Mit meinen, weiß ich nicht, Hintern. Mit meinen Hintern. Wie viel Gold? Wir warten so geduldig, bis er das gemacht hat. Okay. Jetzt müsste ich aber auch eine können Antwort. Können wir lesen? Die meisten Charaktere können lesen. Während du da irgendwie schreibst, hörst du so ein Lachen aus der Ecke. Ja. Du hast noch nicht viel Erfahrung mit dem Spinnennetze spinnen, oder? Ich schieße ihr einen ins Gesicht. ja, hier. Kannst du? Ja? Rap, Ray, hier, ich kann das wirklich ja, eine Attacke. Ja, genau. Ranged Weapon Attack, also. Ranged Weapon Attack, was für eine Reichweite hat die? 30 to 60 feet. Moment, das muss doch reichen, oder? Mal kurz. 60 feet? Ja, 60 Fuß, allerdings dann mit Disadvantage, weil es in der weiteren Range ist. Ist sie so weit weg? Ja, die ist schon noch so 50 Fuß von euch entfernt, mindestens. Ja, 7 plus 5 ist eine 12. Plus Proficiency Bonus 2. Nein. Plus Stealth 7. Genau, also 12. Ja. Ja. Ja, dein Netz klatscht da irgendwo gegen die Kristallwand. Ich bestätige und sogar ihre Aussage einfach. Und, Entschuldigung, war aus Versehen. Nee, also ich sag's in Spinnensprache. Also sie wird's ja verstehen. Spinnen können ja kommunizieren. Sie ist keine Spinne, sie ist ein spinnenähnliches Die obere Hälfte Fabelwesen. Ist menschlich immer noch. Ja. Ja. Also es ist ungefähr so, als ob du jetzt sagst, ein Zentaur kann ja Pferdesprache. Aber das kann ist eine interessante Frage. Sorry. Also vielleicht kann ein Zentaur Pferde verstehen. Vielleicht. Aber hat er sie jetzt angegriffen? Er hat jetzt streng genommen einen Angriff gegen sie. Nee, aber ich versuche jetzt nochmal den diplomatischen Weg. Entschuldigung. Jedenfalls erstmal ganz kurz, sie lacht einfach nur und sie hat eine gute Zeit. Ja. Entschuldigung, wie heißt du denn nochmal? Wie du deine Netze spinnst, kann ich dir auch noch beibringen, wenn wir erstmal Kollegen sind. Ja, genau. Darauf arbeiten wir jetzt gerade hinaus. Wie heißt du nochmal? Sirdariel. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Markus. Ich bin Schwein. ich bin schon in einer sehr, sehr einflussreichen Organisation. Wir glauben an unseren Befreier, Jesus Mettwurst. Und ich würde dir eigentlich jetzt die Möglichkeit geben, bei uns Mitglied zu werden. Was hältst du davon? Weil das Leben macht nur wirklich Sinn, wenn es in einer Mettwurst endet. Erzähl mir mehr von deiner Mettwurst. Kann ich irgendwie ihn noch besser beeinflussen, überreden? Du kannst Persuasion würfeln, selbstverständlich. Ich würde sagen, dass wenn du als fanatischer plus Priester. Plus 3 Ja, und wenn du als fanatischer Priester über deinen Gott sprichst, darfst du mit Advantage würfeln. Okay. Also zweimal und die höhere Zahl nehmen. Ui, das ist aber eine. Hatte schon eine 17? Eine 9. Nee. Ach nee, okay. Oh, yes. Und eine 16. Also ich habe 16 plus 3, also 19. Eine 19. Ja. Und was erzählst du hier noch so? Ich erzähle dir, Jesus Mettwurst. Ich kann mir vorstellen, als du an dem Punkt warst, wo du in euer Ponzi-Scheme eingetreten seid, da hast du dich nicht besonders viel, du hattest keinen Selbstwert, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und jetzt bist du natürlich so eine tolle in dieser komischen Hierarchie. Unternehmerin. Du bist eine tolle Unternehmerin geworden. Sorry, Unternehmerin. Aber du wirst an den Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht für dich. Wo du merkst, das ist ein Schneeballsystem. Ich kann nicht weiter doppellos akquirieren. Und da kommt Jesus Mettwurst ins Spiel. Weil Jesus Mettwurst sagt, alle Menschen sind gleich viel wert. Wir können alle eine Mettwurst werden. Das klingt wirklich hochinteressant und ich würde gerne mehr darüber hören, wenn wir erstmal Kollegen sind. Fürs Erste kann ich dir sagen, ich war wirklich interessiert bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, dass alle Kreaturen gleich viel wert sind.
Das widerspricht einem meiner das absoluten Glaubensgrundsätze. Das meine ich nicht so, da habe ich mich versprochen. Ich bin auch noch neu in meinem Glauben. Spinnen sind ein bisschen mehr wert. Entschuldigung, das ist offensichtlich, dass Halblinge mehr wert sind als andere. Ja, zum Beispiel Spinnen sind auch sehr viel wert. Schweine sind auch viel wert. Also was mit Eulen? Eulen auch. Ich sehe, dass ihr noch an den falschen Kriterien euch abarbeitet. Es geht nicht darum, zu welcher Art du gehörst. Es geht darum, was du aus dir machst. Und ich werde langsam ungeduldig für eure Entscheidung, ob ihr heute die Gelegenheit annehmt, mehr aus eurem Leben zu machen. Das ist unseriös. Ja, super unseriös, sorry. Ich schreibe also mit meinem Po Nein an die Wand. Jetzt wird die Frage nicht mal beantwortet, die ich da hingeschrieben habe. Da stehen jetzt nur so richtig kontextlose Sachen. Ja. Der kleine Spinnenclown hat seine Entscheidung getroffen. Wie sieht es mit euch aus? Sie haben seine Frage nicht beantwortet. Wie viel Gold macht man im Monat? Oh. Nun, das hängt natürlich auch ganz davon ab, inwieweit ihr euch einbringt und wie ihr eure Goldknechte unter Kontrolle habt. Ja, aber wie viel kann man denn so machen? Ich zum Beispiel verdiene im Monat, zwischen 5.000 und 8.000 Goldstücke. Holy shit, das ist richtig viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Davon kommt ein Zehntel, geht an meinen Kornikular und der Rest. Und wie viel Miete zahlst du für die Höhle? Das ist schon eine große Höhle, ne? Ja. Also meine Taschendimension wird mir gestellt, ich zahle keine Miete. Wow, Benefits. Und jetzt seht ihr, dass sie auch aus so einer Ecke auch nochmal so einen kleinen leuchtenden Stein holt. Ja. Und hält den so auf den Boden unter sich. Und ihr seht, dass sie wirklich auf einem soliden Haufen von Goldstücken und Schmuck steht. Also der ist nicht sehr hoch, aber so ein Kreis mit, sagen wir mal, 2 Metern Durchmesser. Ja, aus Gold und Schmuck. Das Geld, du sitzt einfach da drauf und investierst es nicht in Krypto. In Krypten. Ja, in Krypten. Gibt es Krypten? Gibt es da ein Äquivalent? Ja, Krypten. Krypten ist eine Grabkammer. Ja. Leute sterben die ganze Zeit. Das ist voll die gute Business. Alter, das ist wahrscheinlich viel solider gestorben als Krypto. Ja. Aber dann ist gute Krypten gestorben. Moment. Das ist ein Moment, du wirkst für mich nicht wie eine seriöse Wirtschaftsberaterin, weil du hast halt offensichtlich keine Ahnung, wie Geld arbeiten kann. Das Schwein hat recht. Was du sagst, ergibt keinen Sinn. Du musst das Geld für dich arbeiten lassen. Das weiß sogar ich. Ich lasse meine Goldknechte für mich arbeiten und bekomme dadurch Gold. Ja, aber welchen Teil verstehst du nicht? Was macht ihr denn dann mit dem Gold? Ich habe es. Ja, aber das muss man doch vermehren. Das tue ich ja. Ihr müsst eine Taverne kaufen und vielleicht andere Immobilien. Nein, das ist ja das Schöne an unserem System. Wir müssen gar nichts davon machen. Ich akquiriere neue Goldknechte, ich rekrutiere neue Dragoner und innerhalb von kürzester Zeit werde ich zum Kornikular und irgendwann zum Marschall. Ah, Marschaller. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier mal... Also ich habe meine Entscheidung gefällt, das ist absoluter Quatsch. Also, ich sage das so leise zu euch. Euch ist schon klar, dass wir sehr viel Gold auf einmal akquirieren können, wenn wir sie einfach ausknipsen. Ah ja, mit dem Gedanken habe ich auch schon irgendwie geliebäugelt. Kann ich mir einfach so meine 10 Gold von dem Haufen nehmen? Fragst du das gerade mich oder sie? Wie weit bin ich von dem Goldhaufen entfernt? Sie war noch 50 Fuß gerade von uns ungefähr. Genau, etwa 50 Fuß. Ja, okay, das ist ja eigentlich ein ganzer Zug, da hinzukommen, das zu nehmen. Ja. Also mit Spoten, ja. Okay, gut. Ja, also wir müssen auf jeden Fall jetzt noch... Ja, wir können ja erstmal langsam näher kommen. Mhm. Könnt ihr? Wir kommen langsam näher und wirken interessiert dabei. Ja, ja. Okay, aber was kann man denn... Aber du, also das klingt so, als ob du innerlich schon die Entscheidung getroffen hast. Eigentlich, du sagst, ihr wirkt interessiert. Dann würde ich mal um einen Deception-Check bitten. Ja, wir kommen beide auf jeden Fall schon mit bösen Absichten da auf zugelaufen. Also das klingt so, ne? Genau. Ihr dürft beide würfeln, dadurch, dass es... 17 gewürfelt. Und habe eine 19 gewürfelt. Okay. Deception habe ich 0, also es bleibt bei einer 17. Naja, ist doch ganz gut. Zumindest 2 von euch sind vernünftig. Ich habe sogar plus 1, ich habe 20. Okay, wir wirken... Ihr nähert euch. Ja, wir nähern uns jetzt interessiert und wir stellen ihr Fragen. Mhm. Ich gehe auch langsam die Decke in Richtung Sie lang. Hab ich noch, ich hoffe, ich habe noch Spinnnetze übrig. Hey, kleiner Spinnenclown.
Bleib, wo du bist, es sei denn, du möchtest auch unserem... Ich sehe wirklich, ich höre wirklich nur Klaus Kinski. Das ist, Klaus Kinski war auch eine der Inspirationen. Ich sag's ganz offen. Aber es ist kein voller Klaus Kinski, da gehört noch etwas mehr dazu. Okay, ich bleibe. Ich will sie nicht weiter provozieren. Ja. Mhm. Ich bleibe erstmal so ein bisschen auf Abstand. Ja. Okay, aber also wie fangen wir das jetzt an? Müssen wir irgendwas unterschreiben? Ich stelle euch meinem Cornicular vor und er wird den Handel mit euch besiegeln. Und wie besiegelt man den Handel so? Mit Blut. Mein Blut? Nein, das war ein Witz. Ach so. Es war ein Scherz. Okay. Diesen Handel besiegelt ihr einfach nur mit, oder besiegelt ihr mit einem Schwur. Ihr leistet einen Eid. Ja. Und seid dann an euren Eid gebunden. Einen ganz normalen Eid, ohne Magie oder sowas? Naja, ich würde lügen, wenn ich sage, dass gar keine Magie im Spiel ist. Ich meine, vielleicht habe ich euch überschätzt, dass es hier um eine Organisation gibt, die magische Geschenke verleiht. Was meint ihr denn? Sollte euch schon aufgefallen sein. Ihr habt mich überschätzt. So eine weirde Tarantino-Szene hier. Total. Ich meine, ich dachte, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr möglicherweise gewitzt oder schlau. Was versucht ihr hier gerade zu sagen? Ihr seid dümmer, als ich dachte. Ich glaube, ihr seid kurz davor, euch eine mächtige Abreibung einzufangen. Hey, das wäre zumindest interessanter als dieses Gespräch. Gut. Okay, ich breche ein Bein. Mein liebes Schwein. Okay, sie wollte sich gerade Markus zuwenden. Und liebe Mann, wo sie mich nicht mehr anguckt, greife ich sie an. Okay. Nice, gib ihm. Dadurch, dass sie gerade mit Markus, kannst du noch diesen Angriff machen, bevor wir in die Initiative gehen? Ja. Dann muss ich mir jetzt mal meine Actions nochmal angucken. Priority Dice, was hatte ich nochmal? An einem Strike Second Wind. Repost. Action Search. Fighting Style. Ach ja. Ja, ich beginne ja immer gerne mit einer Menacing Attack, nämlich einer einschüchternden Attacke. Ja, ich bin gespannt. Ja. Okay. Ja. Plus. Strength, ne? Hä? Ah, da ist es da. Plus 6, 16. Mit einer 16. Ja. Weicht sie dir in letzter Sekunde aus und deine. Womit greifst du an? Aber mit deiner bloßen Hand. Nee, flat-footed ist sie. Also flat-footed gibt es ja sowieso, also es gibt ja höchstens die Condition überrascht. Ja, ist sie nicht überrascht? Aber, nee. Von meiner Brutalität? Nein. Also wie gesagt, sie ist leicht überrascht, deswegen habe ich dich den Angriff außerhalb der Initiative machen lassen. Ja. Aber, nee. Deine Faust, du greifst mit deiner bloßen Hand an, oder? Ja, ich hätte jetzt vielleicht mit meinen Metallstiefeln versucht, ihr ein Bein wegzutreten. Okay, ja, genau. Also sie zieht das Bein im letzten Moment dann doch, beziehungsweise sie zieht es weg und du rutscht so an ihrer Chitinhaut von ihrem Bein ab. Ja. Das war leider sehr knapp daneben. Gut, dann zeige ich euch schon mal hier eine Übersichtskarte. Das heißt, ihr seid hier hinten reingekommen. Steht jetzt wahrscheinlich ungefähr da, beziehungsweise Murph ist schon an sie rangerannt, die hier ungefähr steht. Was sind diese schwarzen Dinger in der Mitte? Das sind Kristallsäulen, also alles, was schwarz ist, ist sozusagen Wand. Kannst du es halbwegs sehen, Paul, von da? Ist da quasi ein großer Raum um den Raum herum? Nein. Nein, ich glaube, der Raum ist. Ich bringe in Zukunft keine Raum, Karten mehr, ihr seid einfach in der Höhle. Sehr gut. Hast eine ganz schön spitze Ecken. So, ne? Und dann ein bitte einmal. Contenance, bitte einmal Initiative würfeln. Okay. Ja, ist gar nicht so einfach. Ne? Also, du solltest wirklich nicht so viel darüber sagen. Hä, mein Gott. Du hast es so oft. Ja, ich habe in die Walachei gepfeffert. Ich habe eine 15, aber ich habe Initiative. Ist das überhaupt ein Wert? Ja, es steht vorne, ganz oben. In der Mitte, irgendwo. Ich glaube, neben dem ist die links. Ah, ich habe plus 0, also ich habe 15.
15 hat Markus. Ich habe nur eine 5. Obwohl ich den Kampf ja technisch gesehen begonnen habe. Das ist immer so ein bisschen seltsam mit der Inni. Naja, aber du warst jetzt ja schon quasi schon vor ihr dran. Also ich beschwere mich nicht. Ich sag nur, das ist immer so ein bisschen so ein weirder Side-Effekt. Und? Ich habe eine 14, aber ich finde gerade meinen Initiative-Bonus nicht. Naja, da du jetzt gerade eine Spinne bist, musst du einfach die Dex von der Spinne nehmen. Ah ja, stimmt, das macht Sinn, ja. Das ist plus 3, also insgesamt 17. 17, ja, dann bist du als erstes dran. Ich krabbel quasi die Decke lang, so dass sie direkt unter mir ist. Mhm. Also, und ist das schon eine Action oder kann ich noch was machen? Nee, das ist eine Bewegung. Das ist eine Bewegung, genau. Also, ja, ich weiß ja nicht genau, okay. Du bist ja jetzt auch schon ein Stückchen, wie viel Bewegung hat die Spinne? 30, nee, die hat Speed 30 feet. Guck mal, hat die auch einen Climb Speed? Ja. Die hat ein... Ja, die hat Spider-Climb, das heißt, sie hat ihre normale, Geschwindigkeit. Du kommst gerade so mit einer Bewegung dahin, wo du hinwolltest, also direkt über sie. Okay, und würde gerne von oben quasi sie ein... Sie drauf kacken. Ein Web... Das ist keine schlechte Idee. Kann ich das? Nein. Ein Web schießen. Ist natürlich ein bisschen doppelt gemoppelt, weil sie wahrscheinlich genauso wie ich eine Resistenz dagegen hat, aber es ist immer noch Damage. Okay. Und genau. Und Damage ist das, was wir wollen. Damage ist das, was wir wollen. Deswegen würfe ich jetzt einfach mal. Mhm. So, das ist eine 19 plus 5. Das ist eine 24. Das trifft. Ist ein, wo steht hier Damage? Steht eigentlich immer neben dem Angriff auch. Ja. Was hast du gemacht? Web? Web, genau. Die sieht, sie müssen... Ach so, nee, das restraint sie eigentlich. Ach so, ja, okay, genau. Das ist ich dachte, kein Schaden, das wickelt sie ein. Ja, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das heißt ja... Genau. Wahrscheinlich hat sie Advantage. Can make a DC 12 Strength Check. Ja, kann sie aber erst... Nee, das ist ja sozusagen, wenn die Attacke trifft, ist sie restrained. Ja. Und dann kann sie... sie kann da raus, wenn sie dran ist. Aber sie muss dann ihren Zug dafür aufgeben. Ja. Also überraschenderweise hat es höchstwahrscheinlich... schon mal funktioniert. Gleichzeitig ist aber auch... Ich bin halt ganz Spinne, ne? Als du an sie rankommst, schaut sie auch einmal so zu dir nach oben und du siehst jetzt zum ersten Mal wirklich ihr Gesicht und das ist so... Ich verlieb mich. Ich glaube nicht. Nee, ist nicht so ästhetisch? Kommt drauf an, was du als ästhetisch empfindest. Nein, es ist eher so ein... Also Federn mag ich halt. Ich würde einfach mal sagen, wir kennen alle den Film The Predator. Es ist so ein bisschen so ein ähnliches Gesicht, etwas schlanker, etwas schwarzer, also dunkelschwarz wie so Spinnenpanzer. Mhm. Es sieht wirklich extrem gruselig aus und der einzige Grund, dass es dich nicht so erschreckt, dass du irgendwie handlungseingeschränkt bist, ist, dass du gerade selber in Spinnenform bist und diesen Grusel etwas von dir abschütteln kannst, aber sie sieht wirklich Das ziemlich, ist ziemlich strange aus. Krass. Also ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so ein, irgendwie so, also ich bin wirklich erschrocken. Also auch muss ich sagen, also finde ich schon nicht so geil, muss ich sagen. Okay. Gut, das war dein Zug. Ja. Dann ist als nächstes Markus dran. Habe ich irgendwie Wissen darüber, was effektiv ist gegen Spinnen? Irgendwelche Haushaltsmittel, was du kannst naturwürfeln. Das weißt du, glaube ich, von Natur von Ja, genau, du hast Nature bei deinen Skills. Okay, steht da irgendwo? Skills, das sind meine... Nee, doch, genau, da steht, da gibt's Nature auch. Nature, guck mal hier. Nature habe ich minus 1. Ja. Egal, go for it. Ich glaube, das Wissen weiß man irgendwie so, hat man mal gehört. Hier, warte mal. Hier kommt. Ja. Ach, ich habe nur eine 5. Okay. Also de facto habe ich nur eine 4. Nee, du hast überhaupt keine Ahnung. Schade. Ist das jetzt schon meine ganze Aktion? Nee, das war einfach nur, das war eine Free Action. Ja gut, dann mache ich einfach Inflict Wounds auf diese Spinne. Okay, du näherst dich ihr. Du, als du ihr Gesicht siehst zum ersten Mal, du bist ja jetzt in keine Spinnenform oder sowas, du schaust wirklich in ihr absolut schon sehr, sehr verstörendes Gesicht und machst bitte erstmal einen Wisdom Saving Throw. Wisdom habe ich plus 3. Und auf den Saving Throw eventuell sogar noch mehr. Schau mal bei den Saving Throws. Ah, das ist links. 16. Oder nee, ist das bei Saving Throws. Ivan, kannst du mir mal kurz die Saving Throws zeigen? Saving Throws, krass, dass ich das bin, der mal was zeigt. Saving Throws sind hier. Hey, wir entwickeln uns alle. Yeah. Ah, da habe ich plus 5. Nice. 18 plus 5. Okay.
Du zuckst kurz zusammen, aber schaffst es, diesen Schock von dir abzuschütteln und kannst normal agieren. Dann, ich mache Inflict Wounds auf Stufe 2 Zauber. Genau, das heißt, du würfelst deinen Angriff und weil sie gerade noch von dem komischen Spinnennetz restrained ist. Also wie in welche Position renne ich denn auf sie zu? Renne ich sozusagen frontal auf sie zu? Das darfst du entscheiden, du musst sie anfassen, um diesen Zauber zu casten. Ja, ich möchte so mit meinen Pfoten so eine Art Nippel-Twister machen. Okay, sie hat keine Nippel, aber... schade. Ja, du kannst ja trotzdem ein Stück greifen und drehen. Das tut ja, ich mache so einen Doppel-Twister mit Inflict Wounds. Ja. Genau, dann würfel einen Angriff mit Advantage. Darfst du zweimal mit dem W20 würfeln. Genau. Was muss ich denn überhaupt würfeln? 2W20 und dann steht oben bei deinen Zaubersprüchen steht irgendwie sowas wie Attack-Bonus oder sowas. Ja, steht auch bei dem Spruch selber, bei Inflict Wounds steht plus irgendwas. Zeig mal. Inflict Wounds? Ja, genau. So, 4D10. Ja, aber vorher steht noch plus... Also plus 5, ja. Plus 5. Genau, du musst D20 würfeln, plus 5. Nochmal. Ah, schade. Advantage, du hast Advantage, das ist eine 4. Weil ich... Okay, ich habe nur eine 9. Plus? Ja, so 4 plus 5. Ach so, insgesamt, ja, fuck. Irgendwie, ja, ich glaube, das Problem ist, du suchst halt an diesem Spinnenkörper, der jetzt auch noch von einem Netz umwickelt ist, nach Nippeln und findest keine und das irritiert dich ein bisschen. Ich habe irgendwie 8 Nippel und die hat keinen einzigen. Das ist ein klassisches Problem. Die Welt ist passiert. Ja, viele und so verpufft dein Zauber im Nichts. Streich dir bitte trotzdem den Space Lord weg. Ja, ich gebe dir welche ab. Meine. Der Space Lord ist jetzt trotzdem verbraucht. Ja, ich weiß. Genau, okay. Ich habe jetzt nur noch einen. Okay. Wunderbar. Als nächstes. Wir erinnern uns, dass es auch normale Spinnen in Anführungszeichen gab. Ja, kommen 3 Spinnen, die etwas kleiner sind als die Spinne, in die Bumi sich verwandelt hat. Kommen von dieser Felssäule hinter ihr auf euch beide zugerannt. Davon gehen 2 auf Markus los und versuchen dich zu beißen mit ihren Spinnenzangen. Okay. Oh, die erste hat sehr gut gewürfelt. Das ist eine 23. Das trifft dich, vermute ich. Darf ich irgendwas machen? Oder ist dein AC. Mein AC ist 12. Genau. Okay. Solide. Du wurdest doppelt getroffen. Damit bekommst du 6 Punkte Piercing Damage, also Stichschaden, plus 1 Punkt Giftschaden. Also 7. Jo. Und ein zweites Spinnentierlein beißt dich. Okay, das ist nur in Anführungsstrichen eine schmutzige 20, immer noch ziemlich gut gewürfelt. Das heißt, du kriegst 6 Punkte Stichschaden und wieder 1 Punkt Giftschaden. Oi, ich bin gleich tot. Echt? Nein. Ja. Nee, wie viele Punkte hast du noch? 10. Von? 24. Naja. Ja, wir gut, dann. Wir kriegen das hin. Dann muss vielleicht demnächst mal jemand heilen. Ja. Oder so. Dafür habt ihr Heiler dabei. Gut. Und eine kleine Spinne beißt den guten Murph. Das ist allerdings nur eine 13. Ich das nehme an. Nicht. Ja, also sie verbeißt sich in deiner, was hast du, Kettenrüstung? Ja. So. Jo. Und jetzt ist Sirdaril dran. So, sie muss erstmal einen DC-Check machen. Ja. Ein 12er. 12. Stärke. 12. Kann man die Netze auch angreifen? Die sind feuerempfindlich und die haben Hitpoints. Genau. Die haben 5 Hitpoints. Okay. Haben die auch eine AC? Ja, 10. AC 10. Ja, dann wird sie mit ihrer Klingenhand versuchen, sich da rauszuschneiden. Das heißt, sie würfelt einen Angriff gegen das Netz. Ist schon mal gut, dass sie keinen Angriff gegen dich würfelt. Ja, sie hat auch Disadvantage, aber AC 10 trifft sie. Und, schade. Schaden, Moment. Also, ja. Okay, geil, es macht Spaß. Ich bin dynamisch. Das ist toll. Ich bin dynamisch. Okay, ja. Sie schneidet sich mit ihrem Klingenarm so ziemlich lässig aus deinem Netz raus. Wirklich aber, lässig? Ja. Okay. Aber das heißt, sie hat einen Angriff verschwendet, diese Runde. Das war nicht komplett nutzlos. Ja, sie hat bestimmt aber mit dann, 8 Beinen, 8-mal Frenzy wahrscheinlich. Und dann hat sie allerdings noch einen Angriff übrig und
Es schießt aus ihrem Unterleib auch so eine Art Netz zu dir hoch. Allerdings, es ist eine, wie soll man sagen, es ist eine Netzpeitsche. Das heißt, sie versucht nicht, dich einzuwickeln oder sowas, sondern es ist Das heißt, mir auf den Po hauen. Ja. Genau. Die spankt also, dich jetzt. Es ist einfach, genau, sie spankt dich mit ihrer Web. Ich habe ein AC von 14 mit der, als Giant Spider und habe 26 Hitpoints. Yo. Erstmal muss ich einen Angriff würfeln. Oh ja, das ist auch, die haben übrigens nicht so geile Boni, ich würfel einfach gerade nur verdammt gut. Ja, krass, du würfelst sehr gut. Ja, genau, also es ist eine 18 plus irgendwas, das wird dich auf jeden Fall treffen. Ja. Dann bekommst du erstens, weil in diesem Netz sind sozusagen spitze Stacheln aus so, verhärteter Faser drin. Ja. Dann bekommst du erstmal Heide Witzka 7 Punkte. Doch genau, 7 Punkte Stichschaden. Mhm. Und das Netz verhakt sich in dir und sie zieht dich zu sich runter. Das heißt, effektiv fällst du einfach von der Decke und bekommst, als du auf dem Boden landest, nochmal. Nein, das war der falsche Würfel, sorry. Nochmal 5 Punkte Bludgeoning Damage. Okay. Entschuldigung, den Schaden nimmt gerade die Spinne, ne? Du gibst den bei dir ein, bei Bumi. Ach so. Du nimmst gerade Schaden als Spinne, nicht als Bumi. Du kannst erstmal die gesamten... ich habe quasi temporäre HP jetzt gemacht. Ach so, du hast einfach die Hitpoints der Spinne als temporäre HP? Genau. Ach so, ja, ne, genau. Fair enough, das funktioniert. Ist eigentlich ultra smart, das ist schon fast ein Pro-Tipp. Also jetzt ohne Scheiß, das ist voll die gute Idee für Druiden. Gut, das war ihr Zug... und was war das? Murph ist dran. 8 plus 4 war das, ne? So. Genau. Ja. Ich prügel jetzt auf die ein und ich mache. Was mache ich denn extra Dings? Ich muss eigentlich nur, wenn ich treffe, sagen, ne? Dass ich ein. Genau, Manöver mache. Kannst du entscheiden, nachdem du getroffen hast. So, jetzt musst du aber auspacken. 10. Trifft 10 nicht. Insgesamt? Nein, das trifft nicht. Das prallt am Chitin. Dann sind die richtig cool, wir sind richtig scheiße. Weißt du, ich mach Action Search. Na klar. Das ist eine 15. Das trifft auch nicht. 15 reicht auch nicht. Nee. Mann. Okay. Gerade ist das Würfelglück echt massiv gegen euch. Ich benutze trotzdem, also erstmal habe ich das jetzt hier verballert für nichts, aber egal. So, und dann möchte ich gerne. Evasive Footwork benutzen. Mhm. Das heißt? When you move, you can expend one superiority dice rolling die and adding the number roll to your AC until you stop moving. Ich bewege mich einfach um sie herum. Ja. Ich brauche einen Achter. Oh nein! Das kann doch wahr sein, ey. Ja, ist halt so. Also, ja, mein Gott. Es fühlt sich einfach schlecht an, als du dann schon machst. Ja, es ist halt. Aber das will man machen. Auch das gehört zur Magie dieses Spieles. Okay, Murph, bist du fertig mit deinem Zug? Ja. Dann ist Bumi wieder dran, top of the round. Ich bin, du bist jetzt quasi direkt vor ihr auf dem Boden. Vor ihr auf dem Boden. Ich habe als Spinne noch ganze 14 Hitpoints. Ich würde sie gerne einmal beißen. Mhm. Und mich zurückverwandeln anschließend. Aha. Und wenn es noch möglich wäre, ich weiß, dass es viel ist, aber gerne nochmal Cure Wounds auf Kollege Markus machen. Das ist zu viel. Ne? Das ist zu viel, wenn du sie beißen willst. Zurückverwandeln ist eine Bonusaktion. Mhm. Aber dann musst du dich entscheiden, ob du beißt oder Cure Wounds machst. Wie viel habe ich denn? Nee, ich glaube, es ist wichtiger. Also ich würde Cure Wounds. Also ich verwandle mich zurück in meine Eulenform. So richtig smooth bin ich dann wieder. Na, Eule. Klar. So im Fallen quasi fange ich mich quasi als Eule und fliege direkt zu Markus und möchte ein Cure Wounds genau machen. Also 2d8 plus 4. Also auf Level 2. Entschuldigung, auf Level 1. 1d8 plus 4. Geil, danke schön. Also darfst du gerne auswürfeln? Also das ist in der Regel würde ich sagen, ja, der heilt, würfelt. Genau, also funktioniert ja mit Touch, das heißt, ich lege quasi mein Schnabel so an seine Stirn, so richtig zärtlich und innig. Und nehme auch ein bisschen Bacon mit. Mein Gott. So, 1d8, wo ist er denn? Hier.
plus 4. Genau. So. Oh. Das ist schon wieder eine 1, oder was? Wahnsinn, ey. Na gut. Fuck, Mann. Schade, dass ich kein Halbling bin. Ja, bei in dem Fall hätte es eh nicht gebracht. Achso, stimmt, das geht ja nur egal. Trotzdem 5 Damage, 5 Heal. Damage, dankeschön. Genau, ich mach die, also 15. Ich bin so schlecht, ich mach Damage als Heal. Und würde gerne mich so positionieren, würde gerne mich, wie viel HP, okay, würde mich gerne hinter, vor ihm positionieren. Quasi vor Markus. Also so direkt vor, also du, ja. Also quasi in Schusslinie, wenn sie jetzt auf die Idee kommt, auf Markus loszugehen, möchte ich im Weg sein. Mhm. Markus ist sowieso in Melee Range. Das heißt, du kannst dich direkt neben ihm positionieren, aber nicht so, dass du sie blockierst, ja. Leider. Ja. Gut, ich habe ein Zeitenspell ist nicht drin, ne? Du bist fertig. Nee, ich bin du fertig. Hast Bonus-Action und Action verbraucht. Ja, ja, das ist schon viel. Ja. Ich bin so gewohnt, 7000 Sachen zu machen. Okay, cool. Das war doch, tut mir leid, dass es so wenig war. Ich habe mein Bestes gegeben. Kein Problem, Mann. Ich mache nochmal so quasi, damit. Hey. Du musst auch deine Rechte aufpassen. Ich gebe Ihnen noch so Tipps. Und dann, ja. Sie verfolgt es durchaus auch so ein bisschen interessiert, während sie, die Spinne fällt runter, wird zu einer Eule, gibt dem Schwein einen Kuss auf die Stirn. Sie ist schon so, hä? Ja. Right, Markus ist dran. Unsere Organisation hält zusammen. ja, ich weiß nicht, also eigentlich bringt es mich nur was weiter anzugreifen, oder? Ich meine, also ich könnte mich im Notfall eh nochmal heilen. Genau, da sind jetzt zwei Spinnen. Zwei kleine Spinnen an dir dran und die große. Sind die so, dass man die mit einem Schlag ausschaltet oder so? Oder ist es. Das weißt du noch nicht. Aber die sehen auf jeden Fall natürlich signifikant schwächer aus als die große. Gibt es da irgendwie einen Unterschied, wenn man die jetzt. Wenn ich die jetzt mit so einer Rollattacke angreife, kann ich ja zwei auf einmal treffen? Das ist insofern schwierig, weil du für die Rollattacke Anlauf brauchst und die sowieso direkt die an dir so dran nah sind. Mir dran und das reicht nicht aus. Aber das heißt, ich kann die beide gleichzeitig angreifen mit irgendwas oder so. Wenn du irgendeinen Zauberspruch hast, der Area of Effect macht, das weiß ich jetzt leider gerade nicht aus dem Kopf, welche Sprüche ich dir mitgegeben habe. Ich habe dieses Sacred Flame, aber das ist, glaube ich, nicht... Sacred Flame geht nur auf eine. Was sind denn deine Level-2-Sprüche, wenn ich mal so dreist fragen darf? Ich kann natürlich auch selber mal nachschauen. Was dauert einen Moment? Ja, aber da habe ich nur... Der einzige, der Damage macht, ist halt Inflict Wounds. Ah, richtig. Du warst ja auch mehr so der Supporter. Das war ja. Nee, hast du wahrscheinlich nichts, mit dem du beide angreifen kannst. Hast du eine Waffe? Ja, aber ich könnte auch noch mal zaubern einfach. Oder? Du kannst dich auch selber heilen. Das kannst du auch. So viele Optionen. Fuck! Ich mach einfach Inflict Wounds Stufe 1 auf einen von den kleinen Spinnen. Na klar, dann würfel noch mal einen Angriff, bitte. Das ist wieder plus 5. Ja, jetzt diese jetzt Tasse killt mich. Ist die leer? Ja, chill. Die ist immer im Weg, wenn man mich. Das ist wirklich... Oh, 4. Plus 5 ist 9. Ach du Scheiße, Alter. Was ist das Schicksal ist nicht auf eurer Seite. Ich weiß noch, den letzten Malen habe ich immer richtig viel zu... Ja, krass. Und du stellst enttäuscht fest, dass auch die kleinen Spinnen keine Nippel haben. Es ist einfach alles... Wer hat denn hier Nippel? Sind Spinnen überhaupt keine Säugetiere? Was habe ich denn gelernt in der Schule, Mann? So. Da du... Jetzt daneben, du hast Healing Word, oder? Als Zauberspruch. Normalerweise könntest du als Bonus keine Action. Zwei Sprüche in einem Zug machen in dieser Art, aber ich würde dir jetzt erlauben, wenn du möchtest, noch ein Healing Word auf dich selbst zu casten, wenn du das willst. Caste ich. Dann ist es 1d4 plus dein Wisdom, was du regenerieren kannst. Fünf! Also 2 plus 3. Damit bin ich wieder bei 20 Leben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut. Ist doch zumindest was. Das ist besonders gut, weil du jetzt wieder von zwei kleinen Spinnen gebissen wirst. Yeah, ich freue mich schon. Naja, wir wissen nicht, ob vielleicht. Die erste hat nachher mit dem AC von 12, hat tatsächlich gar nicht so gut gewürfelt, hat nur eine 16 insgesamt, aber das reicht ja, um den Schweinepriester zu beißen. Und das sind auch noch maximaler Stichschaden, nämlich
8 Punkte. Plus 1. Ja, 8 Punkte Stichschaden. Ja, plus 2 Punkte Giftschaden in diesem Fall sogar. Oh, wow, yeah. Wow. Also alles, beim Giftschaden habe ich immer richtig scheiße gewürfelt bisher. Ach, Mann. Ist wieder weg. Komm, und die zweite greift an, Jetzt wünsche ich mir selber. Ich freue mich gerade, dass ich nur eine 9 gewürfelt habe, aber das ist halt mit ihrem Angriffsbonus immer noch mehr als 12, sorry. Vielleicht kannst du sie einfach so lange frustrieren, indem du dich immer wieder heilst, sie irgendwann aufgeben. Ja, ja, genau, so, das ist meine Strategie. Diesmal nur 3 Punkte Stichschaden. Exhausten. Und dafür 6 Punkte Giftschaden. Hey, also 9, noch einen Lebenspunkt. Kann ich so in der Zwischenaktion der wie heißt die nochmal? Serdaril, die Böse. Serdaril. Ja, das mit diesem Deal klingt ganz gut. Ich glaube, ich wäre jetzt doch mittlerweile. Du hast mich jetzt doch. So gute Argumente weit gebracht. Ja, ich bin, also so, ich glaube, so werde ich reich, ja. Ja. Sagt, gut, dann warte kurz, bis ich die anderen getötet habe und dann können wir verhandeln. Ah. Cool. So, und eine Spinne ist ja noch bei Murph. Und das ist eine schmutzige 20. Ich höre echt nicht auf. Es ist wirklich, irgendwann kommt so als DM dann der Punkt, wo man sich nicht mehr gut fühlt dabei, aber was willst du machen? Das don't hate the player, hate the game. 6 ne? Punkte Piercing Damage plus 5 Punkte Giftschaden. Aber er ist wie okay. Bitte? Yep. 11 Punkte. Yep. Okay. Das ja, wissen die Menschen, die das hier hören, nicht, aber er hat vor dem Abenteuer ziemlich oft den Joke gemacht, dass er als Meister einfach die ganze Gruppe sterben lässt aus Spaß. Und jetzt macht er das wirklich gerade. Ja, ja, stimmt. Joke. Der ist dran. Ja, ja, war das nicht lustig, als ich gesagt habe, dass ich gerne Spielercharaktere umbringe? Wenn man die kleinen Spinnen, also die haben beide einen D6er wahrscheinlich, aber das ist ja trotzdem ziemlich insane. Okay, ich würfel gerade wirklich, ohne Scheiß, bei allem im Durchschnitt viel zu hoch. Aber was will man machen? Naja, niedriger würfeln halt. Das ja, oder so lügen, komische aber das Frage. Ich nicht. Ja, ey. Hier, sollen wir tauschen? Wer ist gut, denn dran? Oh, Serdaril ist dran. Da sind viel gut. Okay. Sie hat aber natürlich, dadurch, dass sie gerade gesehen hat, dass diese komische Eule offenbar heilen kann, davon hält sie gar nichts. Deswegen kriegst du jetzt 2 Klingenattacken von ihr. Ja, muss erstmal ein AC von 13 überwinden. Achso, aber ach so, ja. Stimmt, du hast dich ja zurückverwandelt. Nee, das würde sie auch. Aber 14 hatte ich als Spinne. Also. Ja. Okay. Ja, du hattest halt einen Haufen Hitpoints, die man dir wegballern konnte, bevor es Problem wurde. Das ist halt eigentlich das Geile an den also sie hat ja ein bisschen was weggeballert. Also. Genau, aber dann hast du jetzt auch deine Temp-HP nicht mehr, ne? Nee, jetzt bin ich wieder bei meinen natürlichen 21. Alright, erster Angriff. Trifft. Verfickte Scheiße ist eine 19 insgesamt. Und dann kriegst du insgesamt 8 Punkte Slashing Damage. Ja. Und der zweite Angriff ist eine 12. Wow, ich habe noch einen HP. Nee, aber was ist dein AC? Nee, AC meint. Achso, 13. Okay, ja. Wow, cool. Den Schweinepriester hätte sie getroffen. Also nachdem die erste Klinge dich einmal so richtig mies, also schon fast komplett in die Hühnerbrust trifft, schaffst du es dann trotzdem, dem nächsten Schlag auszuweichen. Und der knallt auf den Obsidian, es spielt ein bisschen Funken auf dem Boden. Und Murph ist dran. Murph. Ich bin doch immer als Letzter, okay. Ja. Das waren Bumi, Markus, Minions, Serdaril und jetzt Murph. Also erstmal ist eine kleine Spinne neben mir, ne? Ja. Gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen ökonomischeres Kämpfen. Ich greife erstmal die kleine Spinne an. Mhm. Ich möchte nicht mehr mit links würfeln. Sorry, was ist das hier? So, das ist doch eine... 9. 15. 15 trifft. Das habe ich mir fast gedacht. Ich mache ein... Schwende ich da jetzt ein Ding drauf? Nee, ich mache einfach nur so Schaden. Das ist eine 7. 7 Punkte Schaden. Insgesamt? Ja. Okay. Und dann mache ich nochmal Evasive Footwork. Right. Smooth Operator. So, das ist eine 8. Smooth Operator. Also, du trittst einmal richtig fies nach der einen Spinne und wirklich, du hörst schon, also ihr Panzer knackt und alles. Sie sieht jetzt schon sehr, sehr krass verletzt aus. Ich
bereite gerade ihr Ende vor, sie weiß es noch nicht. Mhm. Ich habe nämlich jetzt den richtigen AC, um das zu machen. Okay, dann, das war dein Zug? Ja. Dann ist Bumi wieder dran. Entschuldigung, ja? Second Wind mache ich noch. Ah, fair enough. Aber das würde ich jetzt einfach hier machen. Oder machen wir es für die Kamera, wir machen es auch für die Kamera. Das war... Ich glaube, das ist, weil die Kamera das sieht, dass das so schlecht ist. Das sind 6, okay. Ich krieg 6 zurück. Okay. Bumi, was geht? Ich möchte mich in das nächste Tier verwandeln. Ja. Dieses Mal ein Tiger. Fett. Yes. Ein Tiger hat stolze 37 HP, hat eine Armor-Class von 14, von 12, aber macht dafür richtig viel Damage. So. Also während diese Eule da schon so am Taumeln ist und Blut auf den Boden spritzt, wird sie plötzlich länger. Zack, ihre Federn werden zu Fell. Yes. Und ein Tiger steht mittendrin. Nice. Und ich möchte auf sie losgehen. Dann tu das. Mit einer. Auf sie oder auf die Kleinen? Auf sie. Okay. Genau, dann ist sie vielleicht fokussiert auf mich. Und das klingt smart. So, dann möchte ich gerne einmal bite. Einmal beißen. Einfach, wie sie abbeißen. Ich möchte ihren Kopf abbeißen. Ja, beiß sie. Und zwar ist es ein 5 to hit. Also plus 5, genau. Genau, so. Plus 5. So. Eine 8 plus 5 ist eine 13. Ah, es trifft nicht. Du verbeißt dich in ihrem Chitinpanzer. Ah, schade. Na gut. Aber ich stehe vor ihr. Hast du nicht eventuell noch eine zweite Attacke als Tiger? Hast du Multi-Attack oder sowas? Skills. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Du musst dann unter Actions gucken. Ich sehe nur Bite and Claw. Also quasi, das sind die zwei Sachen, die ich habe. Ja. Genau. Er hat Pounce, aber das kann er nur benutzen, wenn er sich 20 Fuß bewegt. Schade. Genau, da muss ich so Anlauf nehmen. Genau. Alright. Ja, aber ich kann sehr gut riechen. Das ist gut. Ich kann Angst riechen. Markus ist dran. Riechst du Angst? Ja, ich kann rely on smell. Riecht er Angst? Ich glaube, er riecht deine Angst. Oh, meine Angst muss ganz schön stinken in dem Moment auch. Bin ich dran? Ja. Ich habe ja verschiedene Heilzauber. Cure Wounds ist für andere, ne? Ist auch für dich. Es ist eine Kreatur, die du berührst. Also du kannst doch dich selbst berühren. Okay, weil ich habe auch noch False Life. Das heißt, wie ist es auf Deutsch? Falsches Leben. Aber das ist ein Heilzauber. Bringt, ja, ich weiß gerade nicht mehr genau, also was es macht. Also in der zweiten Stufe bringt es einen D4 plus 9. Aha. Und False Life muss ich selber mal kurz nachlesen. Ich glaube, das hat noch irgendwas anderes. Aber ich meine, Cure Wounds bringt auf der zweiten Stufe 2d8 plus 4 oder so. Also der müsste eigentlich effektiver sein. Aber lass mich mal, damit wir alle zusammen lernen, nochmal nachschauen, was False Life genau macht. Das sind temporäre Hitpoints. Also mal kurz gesagt, in der jetzigen Situation bringt Cure Wounds höchstwahrscheinlich mehr. Effektiv. Temporäre Hitpoints sind deswegen geil, weil die obendrauf auf dein Hitpoint-Maximum kommen. Hm. Wie viel hast du gerade von wie viel Hitpoints? Ich habe einen von 24. Dann würde ich dir Cure Wounds auf Level 2 empfehlen, falls du noch ein Level 2 hast. Und dann muss ich 2d8 würfeln einfach, ne? Jo. Ja gut, wenn bei meinem Würfelglück bisher heilt es dann wahrscheinlich 5. Das ist minimal. Vielleicht auch 2. Achso, das ist eine 1. Oh scheiße. Und eine 4? Eine 4, also 5 plus 3. Ja toll, da hätte ich mit Force Life viel mehr erreicht. Also 8, jetzt habe ich 9 Lebenspunkte. Ja gut, kann ich noch als Bonus-Action Healing Word machen? Ja, weil ich mich schlecht fühle sonst. Kann er nicht. Hä, kann er doch. Na, du kannst eigentlich nicht als Aktion und als Bonus-Action einen Level-Spell machen. Einer von beiden müsste ein Cantrip sein, wenn man streng nach Regeln geht. Aber ja, sonst kann ich nochmal zuhauen, oder? Ja, wobei eigentlich, also habt ihr nicht auch Heiltränke mitgenommen? Ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, nee. Habt ihr nicht Heiltränke bekommen, als ihr gegangen seid? Ich dachte, ich hätte euch Heiltränke gegeben. Vielleicht fällt. In der Taverne jetzt ohne Scheiß. Haben die euch nicht Heiltränke? Wer hat uns da Heiltränke gegeben? Ich dachte, die haben euch Heiltränke mitgegeben, wenn ihr da reingeht.
Ja, gut. Ich erinnere mich auch, dass irgendwas war. Also ich habe Bierbrau-Equipment, das ist so das Gleiche. Ne? Redcon, jeder von euch hat einen normalen Heiltrank dabei. Das heißt, du kannst als Bonus-Action auch einen Heiltrank trinken. Das sind dann 2d4 plus 2. Alter, das ist besser als ein Heilzauber. Ein d4. Ja, ah, scheiße. Genau. 4. Also, 10. Okay, vielleicht 10. Wendet sich das Schicksal. Okay, 19. 19 Lebenspunkte habe ich jetzt wieder. Die werden mir jetzt aber auch wieder abgezogen. So wie ich mich kenne. Das kann passieren. wobei der Einzige, der bisher irgendwo irgendwie Schaden gemacht hat, war ja Murph. Deswegen, Sederil macht so ein paar Klicklaute und jetzt gehen alle drei Spinnen auf Murph. Es tut mir leid. Jetzt gerade ist nicht so schlimm. Okay, das ist eine... Irgendjemand mehr als 25? Nein. Dann können die alle nach Hause gehen. Okay, geil. Ja, nee, das heißt, du tänzelst vor denen rum, die beißen mal kurz in dein Kettenhemd, du kickst sie also jetzt für Flavor ins Gesicht. Die, die ich schon verletzt habe, greift die mich auch an? Ja. Die hat verfehlt, ne? Ja. Ich mache ihr Post. Abgefahren. 20! Oh. Endlich. Okay. Critical Hit. Du darfst gerne Schaden würfeln, wenn du möchtest, um diesen Crit auszukosten. Ich sag schon mal, es wird nicht nötig sein. Okay. Das sind dann 14. 14? Hast du alle? Du hast ja deinen normalen Schadenswürfel plus den Superiority Die. Hm? Ach, den habe ich vergessen, stimmt. Ja. Aber der wird aber nicht verdoppelt. Doch, natürlich. Bei einem Crit wird alles verdoppelt, was du würfelst. Oh, okay. Würde ich so sehen. Stimmt. Nicht, dass es hier einen Unterschied machen würde. Das sind dann... Bei einer Kreatur, die einstellige Hitpoints hat gerade. 19. Ja. Möchtest du beschreiben, wie du also wirklich nicht einfach nur die Spinne tötest, sondern sie... Nein, die greift... Ich würde sagen, sie schnappt nach mir und ich springe einfach hoch und springe wie Super Mario auf sie drauf und macht sie komplett platt einfach. Man hört erst ein Knacken und dann ein Flatschen und Matschen, während Spinneninnereien sich über den Boden ergießen. Beste wegmachen. Wuhu! Gut. Yeah. Ich mach noch. Wuhu. Let's go! Dann ist Sederil dran, die jetzt natürlich dich als eindeutige Bedrohung identifiziert hat. Nicht der Tiger, der vor ihr steht. Ja, der Tiger hat bisher noch. Wie gesagt, ich der bin Tiger der Tiger, der vor ihr steht. That's it. Okay, du kriegst auf jeden Fall zwei Klingenangriffe. Was ist deine AC gerade? 25. Beide verfehlt. Und zwar meilenweit. Alright, dann bist du auch dran. Dann greife ich sie an. Allerdings ganz normal, weil meinen letzten Superiority Die benutze ich dann nochmal für Evasive Footwork. Und ich will nicht mit links würfeln. Das ist so nervig. Gut. Also das Glück ist schon wieder vorbei, es ist eine 2. Fit. Also, eine 8. Du boxt ihr in ihren Spinnenleib. Ich glaube, es tut auch ein kleines bisschen weh. Aber ich mache nochmal Evasive. Ja. Und hoffen wir einfach mal, dass es wieder gut wird. Ja, okay. Das ist nicht so schlecht. Das ist die Mitte. Das ist eine 4. Das heißt, ich habe jetzt einen AC von 21. Alright. Und tanze weiter um sie rum und jabbe. Fett. Hey, ich meine, auch so kann man Kämpfe gewinnen, indem man einfach die ganze Zeit nur ausweicht, bis der Gegner müde ist. Das ist das letzte Mal jetzt. Also danach gibt es keine Superiority Dice mehr. Okay, Bumi ist dran und danach Markus. Ja, ich beiß sie wieder. Jo. Ich bin so dumm, ich hätte auf einen von den Kleinen schlagen sollen. Aber dann hätte ich auch nicht getroffen. So, zwei. Ist eine 5 plus 5. Ist eine 10. Nein, du beißt dir die Zähne aus an ihrem Spinnenpanzer. Mann, ey. Sie wirken gerade richtig schlecht. Bisschen traurig, ja. Markus. Ich mach Inflict Wounds auf eine kleine Spinne. Okay. Also Nummer 1 Zauber, da habe ich jetzt einen verwendet von. Das ist eine 11 plus 5 sind 16. Das trifft. Juhu. Wie viel gerne Schaden? Schaden ist 3d10 einfach, ne? Genau. Nice. 3d10, das könnte schon ordentlich was machen, ne? 6 plus 8 plus 2, 16. Okay, du packst. Ich mach so. Ja.
Aber wie groß sind die denn? Kann ich die so von beiden Seiten? Naja, du kannst die so von beiden Seiten angreifen und ich glaube, du findest so ihre Netzdrüsen hinten und denkst, ah, die sind ein bisschen wie Nippel. Oh. Endlich Nippel gefunden! Ja. Das sind doch Säugetiere! Und drehst die und tatsächlich die Spinne fängt an, der Panzer fängt an, Blasen zu werfen und irgendwie schwarz zu verschrumpfen und diese Spinne schmilzt quasi zwischen deinen Schweinepranken und du drückst die so einfach zusammen zu einem Haufen schwarz-grauer Matsche, die zwischen deinen Händen zerfließt. Die ist tot. Ja. Oh, krass. Na also, jetzt kommt die Action-Economy wenigstens langsam auf unsere Seite. Das ist korrekt. Allerdings findet natürlich das findet jetzt natürlich die eine Spinne, die noch lebt, nicht so geil und wird sich natürlich an die rächen wollen. Allerdings ist sie gerade an Murph dran. Hast du deine Reaction? Warst du schon? Nee, du ich warst schon keine, dran. Seit ich habe keine Reaction gemacht. Genau, du warst schon wieder dran. Das heißt, du würdest eine Attack of Opportunity kriegen, wenn du möchtest. Don't fuck this up now. Yes, das ist eine 21. Das trifft mit Sicherheit. Und ja, es ist nur ein D8 plus, aber egal. Ja, aber das ist 10 Punkte Schaden. Okay, du einfach, während die Spinne von dir wegrennt, trittst du sie in ihren Spinnenarsch und der Panzer knackt und sie verliert ein bisschen Flüssigkeit. Sie ist so gut wie tot, wirklich, also sehr, sehr nah am Tod. Aber mit ihrer letzten Kraft beißt sie Markus nochmal. Und okay, das ist eine 8. Das trifft nicht mal das dicke, fette Schwein. Kann ich so eine Riposte machen? Nein. Das können nur Fighter. Was für Leute, die Überlegenheitswürfel haben, Paul, weil ich überlegen bin. Ich bin überlegen. Okay, gut. Ich bin anscheinend nicht überlegen, habe ich das Gefühl. Ich bin ganz anders. Ja. Ich habe ganz, ganz andere Bruder. Das überlege ich mir nächstes Mal besser. Okay, jetzt ist Sirdaril wieder dran und komm ran, komm jetzt ran, komm. Das ist ein anderes Mal, du hast keine Goading Attack gemacht. Komm. Nee, weil sie hat jetzt natürlich, also nachdem sie jetzt gesehen hat, was dieses Schwein kann, wenn es auspackt, kriegt das Schwein jetzt natürlich zwei Klingenangriffe. Natürlich. Zwei? Yep. Der eine ist eine 9, der trifft nicht. Der andere ist eine 18. Das trifft dich und ja, eine Chitin-Hautklinge fährt durch dich durch und du bekommst 7 Punkte Slashing Damage, was ist eigentlich Schnittschaden. Die ist schlechter als die kleinen Spinnen. Ja, die hat einfach schlechter gewürfelt, diesen Zug. Okay, gut. Ja. Ist ja so oft so, dass die Vorgesetzten gar nicht so gut sind, weil die sind ja einfach über ihr Level von Kompetenz hinaus befördert worden, ist dann in Krüger und dann hängt die halt jetzt da. No. Das ergibt Sinn. Murph ist dran. Die kleine Spinne, die noch übrig war, die ich jetzt fast getötet habe, die ist jetzt angeschlagen, die ist aber noch da. Die ist extrem angeschlagen. Dann würde ich sagen, dann beende ich die jetzt, wenn ich hoffentlich kann. Genau, du kannst dich zu ihr hinbewegen, ohne Sedarils Range zu verlassen. Alles cool. Ja, super. Das ist eine 9. Es ist immer der zweite Wurf, der dann auch noch beschissen ist. Also das ist wirklich scheiße. Ja, du trittst dann irgendwie doch vorbei. Ich glaube, du rutschst so ein bisschen auf der ganzen Spinnenblutlymphe oder was auch immer sie da verliert aus und erwischt sie nicht so richtig. Ich möchte gerne einen anderen 20er haben. Der ist so Müll. Wir sind doch alle gleich, oder? Komm, ich zu meinen, mit dem ich die ganze Zeit gut gewürfelt habe. Du bist gleich. Aber ich meine, ich bin jetzt cool. Man muss Umi was Neues ausprobieren in solchen Situationen. Oh, ich nehme lieber Rot. Also zur Info, ne, du bist immer noch an Sirdaril dran. Es ist aber auch relativ, also zwischen dir, du standest ja sehr nah bei Markus. Direkt neben dir ist auch eine kleine Spinne, die schon fast komplett tot ist. Dann beite ich die einfach. So. Beite. Klaus, dir einen Text oder was? 12 plus 5. 17. Das trifft. Tot. Ja, du musst keinen Schaden würfeln, sie hat 2 Hitpoints. Also, ich mein, Snack to go. Ja, okay. Darf ich noch? Du kaust einfach schön auf einer Spinne drauf rum. Ich möchte Folgendes nochmal machen. Mhm. Und zwar möchte ich nochmal 20 Fuß zurückgehen.
Okay. Damit riskierst du eine Opportunity Attack. Ja, da, ich habe aber genug HP, das ist gar nicht so schlimm. Weil. Genau, die. Dann kann ich pouncen. Die Gelegenheitsattacke ist eine 16. Was ist der AC von dem Tiger? 12. 12. Dann kriegt der Tiger beim Zurückweichen schon wieder keinen besonders guten Schaden gewürfelt. 7 Punkte Slashing Damage. Mhm. Ich finde 7 ist ganz gut. Was ich also damit sagen will, ist, sie kann auch noch deutlich mehr. Ja. Aber jetzt hat sie okay, das heißt, du bist jetzt in Position zu chargen auf sie und dann eine Claw-Attack zu machen und daraufhin muss sie ein DC-Saving-Throw machen, wenn ich ein Strength-Saving-Throw, wenn ich den schaffe, wenn sie den nicht schafft, dann ist sie, dann knock ich sie weg und sie ist prone. Sehr gut. Das kannst du im nächsten Zug machen. Willst du nicht lieber einen Pounce machen? Das ist der Pounce. Aber du knockst sie doch nicht back damit, oder? Nee, du haust sie auf den Boden und dann schlägst du nochmal auf sie ein. Genau, genau. Also beißt an oder schlägst du thrown or du kriegst knocked halt, prone. Du kriegst halt zwei Attacken. Der beim Pounce, du rennst an, du gibst ihr eine mit der Claw und wenn das funktioniert... Und dann hier steht, if the tiger is prone, the tiger can make one bite attack against genau. it as a bonus action. Also es ist irgendwie beides. Der enemy. Ja, das klingt doch gut. Ja, genau. Also ich mach mich schon mal im Bereich, ich mach schon mal die Pfoten so richtig so. Ich guck. Cool. Schaust. Ja. Dann ist, genau, alle kleinen Spinnen sind tot. Als die letzte Spinne stirbt, hört ihr auch, sagt Sidariel. Jetzt habt ihr meine Haustiere getötet. Ist aber der Zeitpunkt gekommen, der Deal wo ich ist nicht euch auf mehr die Fresse auf dem Tisch. Genau. Nein! Der Zeitpunkt gekommen, wo ich auf die Fresse hau. Ja, und Markus ist dran. Denk dran, du kannst jetzt von ihr weglaufen, weil sie hat ihre Reaktion schon verballert. Sie kann dich jetzt nicht mehr schlagen. Es sei denn, sie hat mehr als eine Opportunität. Dann laufe ich weg und heil mich. Ich habe nur einen Trank gehabt, ne? Du hast nur einen Trank, ja. Dann müsste ich Healing Word machen wahrscheinlich, oder? Also Cure Wounds ist, also Healing Word kannst du dann machen, wenn du noch angreifen willst in dem Zug. Aber kann ich auch wegrennen und Cure Wounds machen? Ja. Wegrennen ist eine Bewegung. Cure Wounds ist eine Aktion. Das ist kein Problem. Okay, dann cure ich meine Wounds, während ich so ein bisschen wegrenne. Do it. Dann bist du... ich reib mich so ein. muss ich irgendwas würfeln? Mit Hacke Peter, ja muss doch. Gar würfeln. Natürlich, du würfelst die 8. Es sieht aus, als ob jemand so ganz spät dran ist. Jesus, Mettwurst! Reibt sich ein mit Schweineschmalz. 8 gewürfelt. Acht. Moment mal, hast du auf Level 2 gecastet? 1. Nee, auf Level 1. Ja, dann war es eh nur ein D8. Also die 8. Aber genau, die 8. Du kriegst die 8 plus deinen Wisdom-Bonus. Ach so, ja. 8 plus 3. Ah, dann ist es 11. Ja. Huh, damit bin ich wieder fast voll, wenn ich ehrlich bin. Hervorragend. Und du kannst im nächsten Zug eine Rollattacke machen. Genau, das war ein bisschen... Das wollte ich jetzt nicht so offensichtlich sagen, aber das war, wo ich geplottet habe, dass er das kann. Das hatte ich im Hinterkopf, ja. Jetzt kannst du eine Pounce-Attacke machen und du kannst eine Rollattacke machen. Als nächstes, genau. Markus, erstmal ist sie dran. Ja. Und Moment mal, es... Stehen wir alleine da. Ja. Manu Amano, wie man so schön sagt. Manu, also zack, zwei Klingenangriffe. Gegen 21. Das Höchste ist eine schmutzige 20. Das trifft nicht. Du tänzelst zwischen ihren Klingen durch. Jedes Mal, wenn sie verfehlt, haut sie irgendwie auf den Obsidian und sprühen Funken. Das ist ein bisschen geil. Murph ist dran. Ich greife sie an. Ich habe jetzt nichts mehr Spezielles anzubieten. Das war auch mein letztes Evasive Footwork. Das ist jetzt weg. Es ist eine 18. Eine 18 trifft. Das hatte ich gehofft, dass wir dann endlich da den AC knacken. Ich weiß nicht, was da los ist. Du hast schon so lange Arme eigentlich. Das ist einfach ja, es ist unfassbar. Ich habe jetzt, wo es dann drin gelandet ist, ist es halt eine fucking 1. Also ich weiß nicht mehr, was ich tun soll hier. Okay. Ich würfel nicht mehr on Camps, tut mir leid. So, damit müsst ihr jetzt klarkommen. Wie viel Schaden war das? 5. Trotzdem möchte ich, auch wenn die Menge des Schadens vielleicht etwas enttäuschend war gerade, der erste Schaden. Darauf hinweisen, genau, zum ersten Mal seit dieser Kampf losgeht, hat Sidariel überhaupt Schaden genommen. Der erste leichte Riss in ihrem Panzer zeigt sich dort, wo Murphs Faust sie getroffen hat. Aber nächste Runde wird sie echt was erleben. Ja, jetzt kommt die große Naruto-Team-Attacke. Okay. Ja, wir müssen uns kurz überlegen. So, Bumi charged
Also auf sie drauf. Du machst einen Pounce. Ich mache einen Pounce. So. Erstmal eine Claw-Attack. Genau, eine Claw-Attack. Eine 12 yes, plus 5. Ist eine 17? Eine 17 trifft, ziemlich knapp, aber trifft. Yes! Sehr gut. Ein D6 plus 3. Okay, dann mach erstmal den Schaden und danach muss sie einen Safe machen, ne? Ja. Eine 2 plus 3 ist 5 Damage. Yeah! Das ist der Spirit! Das ist der Spirit. Okay, und das macht sie einen Strength Safe, oder? Gegen 13. Gegen 13, eine 11. Du haust erstmal mit deiner Kralle, durchbrichst du ihren Panzer an einer Stelle und hakst dich da fest und ziehst sie zu Boden. Ja. Und dann darfst du jetzt noch eine Bite-Attacke mit Advantage würfeln. Kann ich sie grappeln? Mach die Bite-Attacke. Weiß sie mit Advantage, bitte, vertrau mir. Okay, ja, ich weiß, ja mal. So, also ich mache einmal zwei Würfe hier. Ist eine 19, schade, ey. 19 und 17, das ist ja verdammt gut. Okay. 19 plus irgendwas wird auf jeden Fall treffen. 1d8 plus 3. So, wo ist denn hier? 1d8er hier, das ist doch hier der. So, oder? Nee. Beides 1d10, Entschuldigung. 1d10 plus 3. So. Oh, geil. 9 plus 3, 12 Damage. Alright. Also, sie liegt auf dem Boden. Wow. Das lohnt sich doch. Krass. Sie liegt auf dem Boden und du beißt ihr ja so richtig da irgendwie in den wo so halsartigen Ansatz. Und wie viel waren es, sorry, Schaden? Insgesamt der zweite Angriff jetzt. Genau, das waren 12. Genau. 12. Okay. Rechnen. Ja, wundervoll. Cool. Innerhalb von relativ kurzer Zeit sieht sie schon nicht mehr ganz so gut aus. Und jetzt ist Markus dran. Ey. Markus rollt, sie liegt schon auf dem Boden, ne? Sie liegt schon auf dem Boden, das heißt, der Tiger präsentiert sie dir sozusagen zum Angriff. Ja, genau. Ich mit so einer coolen Kurve am Tiger vorbei rolle ich quasi so auf sie zu. Okay. Ich habe plus 4. Kannst du zweimal würfeln. Was ist das? Das sind 10. Oh, und das ist eine 7, das heißt, ich habe nur 14. Das wird eventuell. Scheiße, das ist ein Schaden. Das wäre so cool gewesen, aber nee, du rollst tatsächlich vorbei. Ja, du rollst vorbei, deine Schnauze touchiert so leicht ihren Panzer, aber. Aber roll ich jetzt so, aber ich roll jetzt schon noch wieder so weit weg, dass ich nochmal rollen könnte, oder bleibe ich dann auch bei ihr stehen? Kann ich das ansteuern, wenn ich schon so weiß? Mach mal einen Akrobatik-Check. Oh nein, ich glaube. DC 10. Wenn du insgesamt mehr als 10 hast, schaffst du es in die perfekte Position. Akrobatik. Ist es Athletics oder was? Nee, Akrobatik ist Akrobatik. Ganz schade, darin habe ich plus 0. Okay, 50-50 Chance, 10 oder mehr. Was war das denn? Nein, nicht die Schale bewegen. Oh, nein. Schade. Nee, du kommst nicht ganz weit genug weg. Ja, scheiße. Aber du rollst so über sie drüber, bist so 4-5 Fuß. Du kannst dich trotzdem in deinem nächsten Zug wahrscheinlich so positionieren. Wie viel Anlauf brauchst du? Das steht da irgendwie dabei bei der Beschreibung. Bei Feeds. Ja, da steht gar nichts dabei. 10 oder so. 10, genau. Ich glaube 10. Also du kannst dich im nächsten Zug so positionieren. Das ist schon okay. Aha. Aber jetzt ist sie erstmal dran und sie ist immer noch prone. Das heißt, achso, aber sie ist nur prone, sie ist nicht restrained. Nee. Das heißt, sie steht auf, das verbraucht ihre halbe Bewegung, aber sie will nicht. Okay, und jetzt wird der Tiger gemessert. Werden wir mal sehen. Okay, das eine ist eine 9, das wird nicht treffen, nehme ich an. Das andere ist eine schmutzige 20. Okay. Das heißt, der Tiger kriegt eine Klinge in die Flanke und nimmt 11 Punkte Slashing Damage. Ich habe noch 19 HP. Und damit ist Murph dran. Ich trete jetzt einfach auf die Spinne drauf. Ich prügel darauf ein. Ist sie noch prone? Nee, sie ist aufgestanden. Ah, okay. Dann ist ein normaler Angriff. Jo. Und das ist ein... verfehlt haben. Ist eine 12. Nein. Nee, ist egal. 15. Macht's nicht besser. Trifft nicht. Nee. Ja. Schade. Boomi. Ich bin ja quasi genau vor ihr. Jo. Zurücklaufen und wieder chargen, das ist zu viel, ne? Also nicht im gleichen Zug. Ja. Nicht im gleichen Zug, der das heißt, nee, wie viel Anlauf brauchst du für den 20 Charge? Fuß. 20 Fuß. Und du hast eine Bewegung von 30 oder von 40? Von 40. Dann geht das. Cool, dann mache ich das nochmal. Kriegst du natürlich eine Opportunity Attack, aber die kannst du dir leisten, die verfehlt sowieso.
Genau, okay, sehr dann gut. Dann kannst du das machen. So, dann mache ich das jetzt einfach nochmal. Also quasi Claw. Ist auch so geil, der Tiger rennt weg und dreht sich dann wie so eine Katze, ja. So die, wenn sie so auf der Stelle springen und genau. Ja. Wie so ein Auto, dass man so erstmal wieder langziehen muss. Damit du kannst jetzt übrigens einfach hier würfeln, die Kamera ist ausgegangen. Ja, ich mach's einfach. Eine 7. Ja. Plus? Plus 5. Ja, das trifft leider nicht. Du rennst und dann haust du aber doch einfach mit deiner Pranke gegen ihren Panzer. Okay. Kaputt? Okay. Ich mach das Gleiche. Ich renn ein bisschen weg und roll. Yo. Roll. They see me rolling. They hating. Ja, das ist eine 19. Oh, stark. Fett. 19 okay. plus 4, das irgendwas trifft auf jeden Fall. Das war die Würfelschaden. 2 plus 2d6. Also nicht für die Kamerawürfel, ne? Ist egal. Musst du nicht mehr, ne? 3, 5, also 10. Geil. Boah, ist doch schon. Das hört sich doch gut. Nachdem der Tiger sie knapp verfehlt hat, kommt von der anderen Seite einfach ein Schwein angerollt und knallt in sie rein. Ihr Panzer kracht. Sie ächzt kurz mit so einem Zischen. Und sie sieht wirklich nicht mehr gut aus. Auf holy einmal. Shit, die ist noch da? Okay. Ja. Das sind jetzt fast 30 Punkte Schaden gewesen oder so. Oh. Also genau, sie sieht jetzt für ihre Verhältnisse ziemlich verletzt aus. Ja, natürlich, sie ist ein Boss. Mhm. Mini-Boss. Girl-Boss. Girl-Boss. Allerdings. Jo, und sie ist auch noch dran. Vielleicht hat sie noch so eine zweite Form. Ich würde mal sagen, da du getroffen hast, bist du jetzt natürlich direkt vor ihr. Und kriegst Und ich bin auch echt stolz. Ja. Und zur Belohnung kriegst du 2 Klingenattacken. Oh no. Der eine war Kippe. Okay, einer verfehlt sogar dich mit deinem Elva AC. Oh. Der andere ist eine natürliche 12 plus irgendwas, also wird auf jeden Fall treffen. Und das Schwein kriegt 10 Punkte Slashing-Schaden. Klingt irgendwie wie ein Götzke. Also sie liegt vor ihr und dann hackt sie so richtig wie mit einem kleinen Hackebeil in deinen Schweinenacken rein. Und den Nacken. Fängt an, Blut herauszusprudeln. Oh Gott. Oh, fuck, ich frage mich immer dann an so. Ja, den Nacken, ich würde auch den Nacken nehmen. Das ist das beste Fleisch wahrscheinlich. Aber der ist sehr stark. Murph ist dran. Ja, ich greife einfach die Spinne an. Ich meine, was soll ich machen? Ja. Mehr habe ich nicht mehr. Und es ist eine 20. Es war die Fett. Schale. Ja, es war die Schale, ich sag's euch. Hervorragend, ja, dann würfel Schaden. Leider nur 2d8 dieses Mal, weil ich keine Superiority Dice mehr habe. Ugh. Okay, ich habe leider scheiße gewürfelt. Also es ist eine 4 und eine 1 sind 5 plus 3 sind, plus 4 sind 8 Punkte Schaden. 5 plus 4 sind 9. Ja, sorry. 9. Ja, 9. Okay. Jo, dennoch, während gerade so ein kleiner Springbrunnen an Blut aus dem Schweinenacken sprudelt. Ich möchte von der Seite angerannt kommen und so einen Wrestling-Dropkick gegen die Spinne machen. Das tust du, du springst durch die Luft, kickst sie so richtig gegen ihren Spinnenkopf. Lass meinen Schweinefreund in Ruhe. Es knackt richtig mies und ja, wie gesagt, sie ist langsam in den letzten Zügen, aber sie steht noch. Die hat HP, Alter. Die hat HP, Girlboss HP. Bumi ist dran. Tiger-Time. Ich frage mich immer, ob ich so jetzt Rogue gehen könnte und jetzt einfach so auf Markus losgehen kann. Das ist so komplett bizarr. Nein. Es ist. Naja, also theoretisch würdest du wahrscheinlich lieber ein Schwein als eine Spinne essen. Stimmt, nein, das mache ich natürlich nicht. Oh, die Tigerinstinkte übermannen ihn, er hat Blut gerochen. Kann nicht anders. Wenn du ein Hai wärst, wahrscheinlich. Ja. Nee, ich pounce wieder. Also ich. Du rennst weg, dann, genau. So viel Zeit muss sein, du fängst den Opportunity Attack. Das wird nicht treffen. Okay. Okay. Claw Attack. Genau, also. Eine 18 plus 5 ist eine 23. Du triffst. Yay. Okay. Das ist ein 1d8 plus 3. Warte mal, wie ist die 1d8? Was ist denn hier? So. 5 plus 3 sind 8 Damage. Ne, es ist eine Bite Attack. Warte mal, bin ich dumm? Wie schön. Claw. Ja, Claw. Nee. So 1d8 plus 3, genau, also 8. 8.
Und Jonas, jetzt? Einmal hier, bitte. Sie hat 8 Hitpoints. Okay. Für den Flavor würde ich sagen, du streckst sie zu Boden ja. und tötest sie mit deinem Biss. Und wie genau tust du das? Ja, ich renne auf sie zu, spring quasi schon so. Also ich springe ungewöhnlich früh schon ab. Also ich bin sehr lange in der Luft. Also du kannst die Zeit quasi so. Wir sind alle so, oh mein Gott, er springt ungewöhnlich früh ab. Ist ein Flugtiger? Ich bin lange in der Luft, sodass es so super beeindruckend ist. Und dann in der Luft kralle ich mir, meine Zähne verfangen sich in ihrem Hals und dann nehme ich den Schwung mit, quasi mein Körper fliegt ja trotzdem weiter, aber mein Hals ist ja schon verfangen und dann nehme ich quasi den Schwung mit und schleudere sie nochmal so weg quasi. Wenn ich auf den Boden komme, habe ich so viel Halskraft einfach, dass ich sie wirklich so rausreiße. Habe einfach. Ich so viel Halskraft? Dann würfel mal auf Halskraft. Okay, ich bin irgendwo in der Mitte ausgestiegen, sage ich ganz ehrlich, aber also es endet damit. Ja, also ich bin wirklich so an ihren Hals und dann reiße ich da alles raus. Genau, du reißt einfach alles aus ihrem Hals raus und schleuderst ihren Körper durch die Gegend. Genau, und wir hören genau. mal Panzer knacken, genau. kreuz und quer. Also der Klassiker unter Tigern wäre ja, das Genick zu brechen. Ja. Echt, machen das Tiger? Die beißen dir hier hinten rein und dann brechen sie dir das Genick und gleichzeitig erwürgen sie dich auch noch mit ihren Zähnen. Ja, ungefähr so wollte ich das machen. Er ist aber nur Teilzeit-Tiger. Ja, er weiß nicht, wie es geht. Ja, er muss sich noch einarbeiten. Teilzeit-Tiger ist ein Jo. Er beißt die Leute immer in die Genitalien. Anfänger-Tiger. Auch ein krasser Move. Warum hast du dich in Schimpansen verwandelt und ihr die Nase abgerissen und so? Boah, ja, das wäre... Hast du mit ihren... Ich hab Babun. Kurz bevor du sie angreifst, sagt sie noch irgendwie... Das ist keine gute Geschäftspraxis. Ja. Ja gut. Mensch, jetzt wird gelootet. Jetzt wird gelootet. Also es gibt einen großen Haufen Gold, der voller Blut ist jetzt. Jo. Und Spinnen eingeweiht. Wir müssen einfach hoffen, dass ihr Chef jetzt nicht kommt. Das wäre jetzt gut. Der ist doch nicht mal hier. Das ist doch alles Betrug hier. Naja, was, wenn heute Zahltag ist und dann kommt die Zahlung nicht an und dann fragt er ja schon so, hey, wo ist denn das Geld? Ja, aber dann braucht er erstmal einen Moment, hierher zu kommen. Ja. Muss erstmal merken. Sind wir nicht eigentlich in so einer Truhe, in einer Taverne? Ja. Offiziell gerade? Also, ja. Also genau, ihr seid in einer Taschendimension, habt ihr jetzt erfahren. Also, genau, also so die Tür da war zumindest in der Truhe. Ja. Die Tür hierhin. Ja, wie viel Kohle liegt denn da? Her mit den Penunsen. Holy fuck, das werde ich vielleicht später im Verlauf dieses Abenteuers noch bereuen. Aber ich habe gerade doppelt 12 auf 2d12 gewürfelt. Ja. Was, das 12 heißt, Gold sind da? Nee, da kommt natürlich noch ein Multiplikator dazu. Ja. Ein Multiplikator, den ich mir vorher überlegt habe. Und das heißt, es sind 4.000, also es sind natürlich auch Schmuckstücke und so weiter. Mhm. Aber da ich schon gesagt habe, es sind, in meinem Kopf schon gesagt habe, es sind 2d12 mal 2.000. Habt ihr jetzt 4.800 Gold? Geil. Pro Person? Nee. Insgesamt. Da wie viel könnt ihr jetzt noch ein bisschen PvP machen, also wie ihr die aufteilt. Also, ich ja den vollstreckenden Schaden gemacht habe. Es steht bei mir ja mindestens 4.000. Das glaubst du auch selber nicht. Ohne meine Beinarbeit wäre das nie so weit gekommen. Ja. Ich hatte die Hoffnung, dass es ohne Faruk vielleicht ein bisschen einfacher wird, Loot zu verteilen. Aber ich wollte auch gerade sagen. Nein, ist immer schwer. Wir laden uns jetzt die Taschen voll. Ja, keine Ahnung. Können wir es nicht einfach durch drei teilen? Und haben wir überhaupt gar nicht die Möglichkeit, so viel mitzutragen? Wahrscheinlich nicht, nee. Wie viele Pfund sind das? Da ich zu denen gehöre, die Encumbrance immer so lange ignorieren, bis es albern wird, aber jetzt würde es albern. Ja. Also wir haben ja nicht mal Säcke, oder? Haben wir Säcke dabei? Weiß ich nicht. Also 4.000 Goldstücke und Schmuckstücke sich in die Hosentaschen zu schieben, ist ein Erlebnis. Also. Kann ich mich in ein Känguru verwandeln? Dann kann ich alles in meinen Sack packen. Ich glaube, du überschätzt die Ladekapazität von Kängurus. Hä, da passt auch Mini-Kängurus rein. Ja, die Mini halt, weil die so klein sind. Mehr als so. Ich tragen kann. Oh, es gibt eine Quora-Frage, wie viel wiegt Gold in die? Du müsstest so ein Känguru sein mit einer Taschendimension. Das wäre der Trick. So, dann kannst du das muss ja ein Multiplikator, also muss ja ein Faktor genau. Das ist ein geiler Charakter geben. Auch einfach. Ja. Every coin in D&D weighs a third of an ounce, also 50 coins make up approximately ein Pfund, also ein britisches Pfund. Ja. 50, das heißt 100 sind, genau, einfach 100 Münzen sind plus minus ein Kilo, ein bisschen weniger. Das heißt, 1000 Münzen sind so 10 Kilo. Das heißt, so 2000 Münzen, also wenn man sich abschleppt, kann man die schon tragen, aber ja, die Frage ist, ihr müsst sie auch irgendwie transportieren. Also. Ich bin cool mit 1000. Ich bin auch cool mit 1000. Ich habe ja nicht mehr Geld verloren. Also ich habe ja nichts da reingepackt. Ich gehe mit einem Plus raus. Ich gehe auch mit einem Plus raus. Also ja. Das ist nicht das... 1000 können wir tragen, ja? Pro Person? Ja, dann trage ich auch. Ja, 1000. Wobei, also genau. Ja, 1000 könnt ihr euch wahrscheinlich irgendwie
in euren Rucksack komplett reinladen. Wie gesagt, ansonsten es geht ja nicht nur um darum, wie viel ihr tragen könnt, sondern auch, wie es transportiert. Ja, aber wir müssen es ja theoretisch nur aus der Taschendimension rausbringen. Ja. Und dann hauen wir es einfach direkt in der Taverne auf den Kopf. Also ja, trotzdem ist die Frage, wie bringst du es aus der Taschendimension raus? Trägst du das alles in deinen Schweineärmchen oder hast du irgendwie... Hä, mehrmals gehen? Klar. Da muss halt einer oben das Gold bewachen und dem muss man vertrauen können. Ja, also ich meine, da liegen jetzt noch 1800 Gold einfach so rum. Ja. Das heißt, wir laufen einmal dahin. Er hat recht. Also einer bewacht oben das Gold und die anderen genau. holen das. Ja, und dann geben wir oben halt eine Party. Das bewache als Tiger das Gold. Ich glaube, das ist die sicherste Option. Okay, irgendjemand von euch darf mal einen Intelligenz-Check machen. Eine 19. Oh, krass. Überraschenderweise fällt dir ein, dass da ja mehrere Räume mit Zellen sind, in denen auch irgendwie so Pritschen mit Strohsäcken, auf denen man schlafen konnte, war. Also, ach so, ja, komm, vielleicht dann auch die Strohsäcke die ausschütten und dann. Okay, dann machen wir das. Okay, dann machen wir das so quasi. Wir loonen alles, packen alles rein. Ist natürlich immer so ein bisschen awkward, weil in jeder von diesen Zellen ja auch noch irgendeine Person sitzt, der ja. ihr dann kurz erklären müsst, dass sie jetzt frei sind. Wir geben ihnen aber so 20 Gold und sagen, genau. Okay. Das ist für dich. Ich sag, du bist jetzt frei, du bist jetzt nicht mehr gefangen unter Lady Spinne. Aha. Mach das Beste draus, fall nicht wieder auf so ein Ponzi-Scheme rein. Ja, okay. Unterschreib nicht wieder so einen Vertrag. Genau. Ja. Das ist so, die meisten von denen, unter anderem Doplo, sind, es sind ja insgesamt 6, Doplo, die sind so sehr erleichtert und gehen. Es gibt auch 2, die total schockiert sind. Die total schockiert sind, dass ihr Sirdaril getötet habt und ihnen damit die Gelegenheit genommen habt, in der Karriereleiter aufzusteigen. Hatte eigentlich Zeldaril selber noch was dabei? Hatte die überhaupt Klamotten oder sowas? Also richtige Klamotten hat, also wenn du sie näher anschaust. Schmuckstücke? Sie hatte sowas, wo man nicht genau sagen kann, ob sie ihre Haut ist oder so. Also ich meine, sie hat schon so ein bisschen so ein BDSM-Vibe, also so eine Art Lederkorsett. Aber du kannst sie gerne durchsuchen. Ja. Mit einem Investigation-Check. Investigation. Machen wir doch. Skills. Investigation habe ich überraschenderweise 0. Aber eine 20. Okay. Da geht's mir. Wenn ich einen toten Gegner durchsuchen muss, bin ich sehr, sehr gut plötzlich. Okay, du findest, es gibt tatsächlich nur eine, neben noch ein kleines bisschen Gold, was jetzt scheißegal ist, also weil das Ganze. Es gibt eine interessante Sache bei ihr zu finden. Und zwar, das ist genau in so einer Tasche neben ihrer, unter ihrer schwarzen Lederkorsage findest du tatsächlich ein Pergament, das, wenn du ausrollst, nur so ein komisches Diagramm hat, das du nicht so richtig deuten kannst. Das ist auch in der Sprache, die du nicht kennst, geschrieben. Ja. Aber mit der 20 würde ich sagen, du kannst dir auf jeden Fall zusammenreimen, dass es sozusagen so eine Art Flowchart ist, von einer Hierarchie und unten stehen einige Namen und bei einem kannst du dir zusammenreimen, dass einer davon wahrscheinlich Sirdaril ist. Ja. Und das heißt, du hast jetzt sozusagen eine Übersicht der Hierarchiestruktur von wir stürzen diesem Pyramidensystem. Wir haben jetzt eine kaputt gemacht, wir können jetzt auch die anderen. Aber was ist unsere Motivation, außer dass wir sehr viel Gold jedes Mal verdienen, wenn wir einen davon umbringen? Das ist auch schon. Das ist unser Ponzi-Scheme jetzt. Ja. Wir müssen andere Leute anheuern, um diese Leute umzubringen und uns dann das Geld zu bringen. Ja, ja, genau. Wir machen das gegen Ponzi-Scheme. Das funktioniert nur so lange, bis das Ponzi-Scheme weg ist. Halt. Ja, weil das ist ja alles gebalanced dann. Ja, genau, stimmt, ja. Ja gut, lass es. Nee, dann kommt irgendjemand anders und macht ein Ponzi-Scheme, um unser Ponzi-Scheme zu zerstören. Also das ist ja. Weil wir sind ja auch extrem reich. Ja. Sehr gut. Ja, das klingt doch super. Gehen wir wieder hoch? Okay. Ihr könnt wieder hochgehen, wenn also ihr möchtet. Also wie viel Gold haben wir jetzt pro Nase? Du hast gesagt 4.000 irgendwas war es insgesamt? 4.800 insgesamt. Das heißt, wenn ihr die... Wenn wir das teilen, dann sind das 8 Zähne, dann sind das 1.600. Ja. Alter, ich weiß überhaupt nicht, also vorher hatte ich 10 Geld und ich hatte das Gefühl, ich war eigentlich ganz reich, aber jetzt habe ich das. Ja, das verändert einen. Das verändert einen. Mal gucken, was ich meine, ohne Scheiß, ich habe wirklich 2 Zwölfer gewürfelt, als ich euer Geld ausgewürfelt habe auf 2D12. Also. Ja, die war halt einfach sehr. Hatte eine gute Season, hatte die. Kann man sich von 1600 Geld irgendwie so einen Palast bauen oder so? Ich glaube, einen Palast noch nicht, aber so ein ganz. So ein Häuschen. So ein nettes kleines Häuschen kriegst du dafür auf jeden Fall.
Okay, geil. Also ich will so eine Farm, wo so richtig geiles Essen ist immer die ganze Zeit. Da ist auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, dass du weißt, wie man Geld für sich arbeiten lässt. Also es ist auf jeden Fall eine solide Anfangsinvestition dafür. Ich habe eine schwierige Frage dazu. Also Paul ist ja ein anthropomorphes Schwein. Ja. Ne? Und wenn er jetzt so eine Farm kauft und darauf normale Schweine hält, ist das nicht fucking weird? Ist das nicht ein bisschen... Ja gut, es ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem Menschen, der eine Schimpansenfarm hat. Ja, aber tatsächlich, ich meine, Schweine sind ja auch verdammt intelligent. Ja, ja, das also verdrängen wir gerne, wenn wir sie essen. Ja, aber ich meine ja, deswegen, ich wollte mich gerade sagen, ein Mensch würde, also wir fänden es als Menschen wahrscheinlich deutlich fragwürdiger, Schimpansen zu schlachten, als Schweine zu schlachten. Ja, obwohl die ungefähr ähnlich intelligent sind. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist. Aber ich würde da Halblinge für mich arbeiten lassen. How fucking dare you? Nee, keine Ahnung. Das ist eine freie Farm, wo alle einfach nur snacken die ganze Zeit, aber so. Wie, jetzt wen? Oder was? Ja, Gemüse. Ach so, okay. So eine vegane Farm. Ja. Mhm. So einer bist du also. Nee, Fleisch wird ja, soweit ich es verstanden habe, bei dir nur als rituelles Element verzehrt. Fleisch ist nur so eine Endform des Daseins. Also es ist quasi so, man sollte matt werden als Lebensstil. Das ist die Endform des Daseins und Kriegsbemalung. Genau, ja. So ein Mettfuß unter die Augen. Stimmt, ja. Das. Okay, wir haben das eingesammelt, wir sind wieder in der Taverne. Ihr habt es eingesammelt, ihr kommt in die Taverne zurück. Ja. Ihr merkt schon mit der Zeit, dass sich anfangend bei der Höhle, in der ihr gekämpft habt, nach und nach diese Taschendimension auch dabei ist, sich aufzulösen. Ah, crap, ich wollte noch fragen, ob wir die behalten können. Aber nee. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass zumindest einige Stunden, nachdem ihr wieder in der Taverne seid, auch dieses Portal verschwinden wird in der Kiste. Wir haben jetzt genug Gold, dass jeder von uns ein goldenes Shirt haben könnte. Aus richtigem Gold. Achso, ja. Achso, so. Vergoldetes T-Shirt. Als ihr zurückkommt, läuft euch natürlich erstmal ist es so, es ist die Taverne ist gerade relativ leer. Es sind gerade kaum Gäste da. Irgendjemand putzt gerade die Bar und sowas. Es ist ja jetzt anderthalb Tage später. Aber die Bedienung, mit der ihr gesprochen habt, kommt sind auf alle, euch zu. Wir waren einen Tag weg. Die haben völlig vergessen, was passiert ist. Geht so auf, die Kiste schwimmt im Glan. Auf der Müllhalde. Nee, nicht auf der Müllhalde, aber tatsächlich, ihr kommt in der Küche oder in so einer Abstellkammer raus, weil ihr natürlich die Kiste nicht einfach da haben stehen lassen. Und die Bedienung, mit der ihr am Vortag gesprochen habt, ist, wow, ihr habt es zurückgeschafft. Was ist los? Und wir sind reich. Wir kaufen die Taverne. Wir kaufen das alles. Wie viel kostet das alles hier? Also, wenn ihr die Taverne kaufen wollt, dann müsst ihr Gelomia ein Angebot machen. Der ist tatsächlich nur noch selten hier, aber ich kann ihm natürlich schreiben, dass er, also das kann ich nicht, was? Okay. Meint ihr das ernst? Wollt ihr die Taverne kaufen? Ich glaube nicht, dass sie zum Verkauf steht. Verkauft ihr dicke Goldketten? Habt ihr sowas? Man muss sehen, dass wir Geld haben. Sonst haben wir nicht wirklich Geld. Ja, wir sind die goldenen Jungs. Ich finde, jeder von uns sollte eine dicke Goldkette tragen. Ja, ich habe auch ein Schwein mit einer Goldkette, sieht ziemlich cool aus. Wir sind Alchemisten, keine Schmiede. Ja, aber manchmal geben Leute Sachen in Zahlung, weil sie kein Geld mehr haben oder so, weil sie sich verzockt haben. Würfel mal ein D20, einfach. Das ist ein guter Punkt. Luck-Check. Das ist eine 2. Ja, schüttelt sie den Kopf, sagt, nein, Leute haben schon lange keine Goldketten hier in Zahlung gegeben. Okay. Uncool. Aber ach so, apropos Gold, habt ihr denn die gestohlenen Sachen zu zurückbringen können? Nee. Nee, gar nichts. Okay. Wirklich alles getan, aber dieses geschmolzen, es war einfach... Ja. Okay, einer von euch macht bitte einen Deception-Check. Normalerweise würdest du Advantage bekommen, weil dir jemand hilft. Ja. Aber da ihr gerade schon gesagt habt, dass ihr jetzt reich seid, habt ihr auch Disadvantage und es gleicht sich aus. Also eine Person macht bitte einen Deception-Check. Ich habe nur +1 auf Deception. Lass Paul würfeln. Ja. Ja, ich habe +1 auch. Ich tue so, also wenn... Er muss ja nicht reinwürfeln, du kannst... Ah, ja. Ohne 1. Ich habe das Gefühl... Du hast ein zu ehrliches Schweinegesicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich viel Geld gleich die los. Die fällt gerade so Geld aus der Tasche, einfach so. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ja, wollen wir, genau, ja. Okay. Hier ist ein bisschen Geld. Ja, aber ich gebe dir so 50 Gold.
Ja, bitteschön. Alles Gute. Kann tschüss. Danke für nichts. Nee. Danke für nichts. Was heißt dir danke für nichts? Wir haben euch Heiltränke mitgegeben. Ja. Habt ihr die Heiltränke gebraucht? Ja. Nur einen. Gut. Wunderbar, dann habt ihr jetzt noch zwei Heiltränke aufs Haus. Ja, wir haben euren Ruf gerettet. Wir haben euren Ruf gerettet, wir haben den Verbrecher zur Strecke gebracht. Sag mal, wenn jetzt hier zur Sprache kommt, dass hier Leute in Gnovius Wasserschenke ausgeraubt werden, das haben wir verhindert. Ja, was ist hier für eine Diskussion? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr so redet. Eigentlich dachte ich, ihr gebt uns das Gold zurück und dann trinkt ihr den ganzen Abend hier aufs Haus und dann haben wir die Sache geregelt. Ich meine, ja, aber wie viel Gold müssen wir denn? Wir müssen ja nur das, was sie dann dem Abend verloren haben. Das sind genau, ja nicht das ganze Geld. Nee, aber das haben tatsächlich, das haben sie das haben diese ganzen. Aber wie können wir sicher sein, dass sie nicht gelogen haben? Ja, stimmt. Ja, und ich hatte noch eine Stereoanlage. Mein Kind ist da drin. Aber mein iPad mit dabei. Also es kommt zusammen, so plus minus 320 Goldstücke sind insgesamt verloren gegangen an dem Abend. Okay. Und sie sagen euch auch, ja, warum sollten wir euch reinlegen? Wir dachten, dass wir einen coolen, entspannten Handel mit euch machen. Ihr gebt uns das Gold zurück, ihr seid einen kompletten und ihr trinkt einen Abend bei uns aufs Haus. Also muss jeder von uns jetzt, sagen wir mal 100 Gold für jeden noch abgeben. Okay. Okay, Alter, das geht ja voll klar. Das ist so funny, ich habe sofort den Reiche-Leute-Instinkt, so, ich habe jetzt sehr viel Geld, ich gebe keine 100, ich muss ja meinen Reichtum erhalten, ja. Was soll denn das? Ja cool, dann trinken wir alle und haben eine gute Zeit, oder? Dann, ja genau, mit der Zeit, ihr seid erstmal ein paar Stunden, ihr kriegt natürlich auch ein Essen. Ja. Jetzt erstmal aufs Haus und nach füllt sich die Taverne zum Abend hin, als mehr Schiffe ankommen und dort Rast machen. Und gibt's jemanden, der wenigstens ein tolles Lied für uns komponiert, weil wir so einen Kneipensong? Ich will so ein Impro. Ja, wirf mal nochmal ein D20, einfach als Luck-Check. Nee, mach du hast ja vorgeschlagen. 16. 16. Ja. Es ist tatsächlich ein Bade, der kein Trickbetrüger ist. Dabei und mit dem, der sitzt so ein bisschen bei euch am Tisch und ihr erzählt ihm die ganze Geschichte und erstmal ist er so, ja yeah, klar, ihr wart in der Taschendimension, bla bla. Dann geht er an die Bar, quatscht ein bisschen mit der Bedienung und als er zurückkommt, merkt ihr so, okay, der scheint euch jetzt zu glauben und dann fängt er an, einen kleinen Song zu machen. Das ist ein geiles Material. Ein Schwein, eine Eule und ein Halbling. Yeah, das fängt ja schon an wie ein Joke. Also da kann man ja so viel draus machen. Ja, ein Schwein, eine Eule und ein Halbling kommen in eine Taverne. Ne? Yeah. Ja. Sehr gut. Ja, toll. Sehr gut. Wunderbar. Und ich nehme an, irgendwann wird sich wahrscheinlich Markus verabschieden, der sich am nächsten Morgen leider schon wieder auf den Weg macht. Auf was für Abenteuer? Was erwartet ich roll davon Markus? Und kaufe mir eine Farm. Genau. Markus setzt sich ab und kauft sich eine Farm. Ich befreie Schweine und die dürfen auf meiner Farm leben. Das ist so eine Gnadenfarm. Das heißt, zumindest einer unserer Helden macht was Sinnvolles mit seinem Geld. Nee, ich mache auch, also ich bin ja auch für du Natur. Ja also, stimmt, du bist ja der Tierbefreier. Ich werde zusammenarbeiten. Genau, ja. Wirklich. Also, ja, aber genau. Ich würde schon. Bei ihm springen ja ständig Tiere ab. So. Also ich würde eher vorschlagen, dass wir einfach Schweine erweitern. Also nicht nur Schweine, sondern das Suspension of Disbelief und Immersion. Ne? Ich versuche nur darauf hinzuarbeiten, dass unser Gast fürs Erste verabschiedet ist und eure beiden Charaktere möglicherweise noch weiter in dieser Serie existieren. Naja, ich muss halt. Aber das kann ja seine Homebase sein, halt. Ja, genau. Ich meine, als Abenteurer kann ich mich jetzt auch zur Ruhe setzen. Ich habe so viel Geld verdient, das werde ich halt nie im Leben verbrauchen. Na gut, wenn du es für nichts Wichtiges, also Großes ausgibst, kann es schon sein, ja. Ja. Nee, und wir, was machst du jetzt, Murph? Was ist so dein Ding? Naja, ich wollte eigentlich nur ein berühmter Held werden. Aber ich fürchte, das hier reicht dafür noch lange nicht. Du hast, also wir, also du hast ja ein Dokument mit, das stimmt. Mit weiteren Bösewichten. Ich glaube, wenn es heißt, dass Murph alle diese Bösewichte besiegt hat, dann bist du auf jeden Fall ein Held. Und ich bin auch ein Held des kleinen Mannes, denn die betrügen den kleinen Mann. Genau. Und ich hasse nichts mehr als Leute, die kleine Männer betrügen. Ich weiß nicht warum, aber es macht mich wütend. Die Idee macht mich wütend. Ja. Immer auf die Kleinen. Nicht mit mir. Ihr habt recht. Ich mach die alle platt. Du. Gut, dann sagen wir noch so viel. Wenn ihr euch ein bisschen umhört mit diesem Dokument, werdet ihr wahrscheinlich von Leuten in der Bar die Information bekommen, dass das eine Sprache ist, die hier niemand kennt. Mhm. Dass man wahrscheinlich einen Gelehrten braucht, um dieses Dokument zu entziffern. Ach. Und die nächste große Universität
ist ungefähr eine Tagesreise über den Glan entfernt. Oh, in Glanwood. Ich kann vielleicht Verwandte treffen in der Uni. Ja, ja. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge in Glanwood. Vielen, vielen Dank. Erstmal vielen Dank an Paul. Ja, was für ein geiler Schweinepriester. Das hat sehr viel Spaß gemacht hier. Ich hab viel gelacht. Es war sehr funny. Es war wundervoll. Wo können Leute mehr von dir sehen? Tatsächlich gibt es so ein Social-Media-Channel, an dem ich mitgearbeitet habe, der heißt Kommt noch was? Genau, findet man auf Instagram, auf YouTube veröffentlichen. Wir haben die Woche ein Video. Instagram, Paul Langer. Kommt natürlich alles in die Shownotes. Paul Langer. Genau, ja. Da gibt's vielleicht kommt auch bald noch mehr. Mal gucken, ich arbeite an Sachen. Genau, dann hey, nochmal vielen, vielen Dank für euren Support auf Patreon und die Empfehlungen aller anderen. Ihr könnt neue Folgen auf Patreon früher sehen. Wenn ihr es auf YouTube seht, nochmal Like, Subscribe, Kommentare. Glocke, den ganzen Kommentare, wirklich, Kommentare bringen so viel auf YouTube für den Algorithmus. Es ist, ich komme ja hier auch immer vor wie so ein Gebrauchtwagenverkäufer, aber es hilft uns wirklich. Ansonsten, ja, vielen Dank, kommt gut nach Hause. Erstmal noch großen Applaus für Georg als Game Master. Ja. Oh. So. Gott schützt das Internet. Nehmt immer das volle Gold. Oh, und kauft euch eine Farm mit Schweinen. Sehr gut. Okay, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. We'll be right back.